Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres großen Zelda-Podcasts, dem ungeplanten zweiten Teil unseres Zelda-Podcasts. Ich hab halt gedacht, wir gehen insgesamt zu 2 Stunden, aber wir haben halt schon für den Teil, bevor wir eure Fragen angehen konnten, 2 Stunden. Aber bei Star Trek, das ging ja auch schon die Zeit. Wenn man einfach so labert, diskutiert, dann geht die Zeit richtig schnell rum. Ich hatte halt vorher auch nicht vor, zum Beispiel explizit über alle Zeldas zu reden, und dann haben wir es halt doch gemacht und dann. Ja, aber es bietet sich ja an. Ja, genau. Und ich meine, es ist ja auch gut, wenn wir dann ein Thema richtig abhandeln und dann nicht nach einem Jahr sagen, so eigentlich könnten wir nochmal über Zelda reden. Das ist ja der Sinn von einem Podcast. Also zumindest von unserem Podcast. Wir wollen die Themen, die wir behandeln, danach auch abgehandelt haben, so ein bisschen. So mehr oder weniger. Ja. Ich meine, wir könnten sicherlich auch irgendwann nochmal eine Stunde über Star Trek reden. Aber ja, oder wenn Breath of the Wild draußen ist, dann könnte man auch wieder einen Podcast drüber machen oder so. Aber mal schauen. Wie gesagt, in diesem zweiten Teil, falls ihr den ersten noch nicht gehört habt, hört ihn euch an. Ich denke mal, dass es ein bisschen teilweise auch darauf aufbauen wird, weil wir jetzt trotzdem direkt danach weiter aufnehmen. Wisst ihr ja schon mal unsere Grundmeinungen zu Zeldas und so. Sicherlich könnt ihr euch auch diesen hier anhören, ohne den ersten gehört zu haben, weil wir beantworten Fragen und die Antwort wird auch so verständlich sein. Aber es ist sicherlich von Vorteil, wenn ihr wisst, woher wir kommen und was unsere aktuelle Meinung von Zelda ist und so weiter. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den Fragen. Einige davon sind ernst. Einige davon sind albern. Ich mag alberne lieber. Ja. Am Ende werden wir tatsächlich auch unser eigenes Zelda-Dungeon zusammen designen. Ja, das hatte ich schon das letzte Mal im Podcast angekündigt, dass wir es am Ende des Podcasts machen. Und dann ist nichts raus geworden. Ich glaube, ich nehme halt gleich auch noch mal ein kurzes Video auf, wo ich sage, hey, ungeplant, aber es wird 2 Teile geben. So, das wusste ich noch nicht. aber wir fangen an mit einer sehr ernsten Frage. Ja, unglaublich ernst. Und zwar fragt der gute Michi, ihr werdet von Hühnern verfolgt. Wie würdet ihr vorgehen? Also für alle, die es nicht wissen eventuell, die Hühner in Zelda-Spielen sind, ist halt ein Running Gag, dass wenn du die Hühner halt mit dem Schwert ärgerst, also schlägst. Aber musst du schon öfter drauf haben. Außer in Twilight Princess, da ist man selber zum Huhn geworden für eine kurze Zeit. Ah, okay. Ja, aber das wenn man gar nicht in, dem Kopf. In den allermeisten Zeldas ist es halt so, dass dann ein ganzer Schwarm an Hühnern kommt, der Link einfach komplett fertig macht. Sogar unendlich lange, die lassen sich eigentlich nicht in Ruhe. Außer du gehst halt irgendwo rein. Ja, außer du gehst irgendwie rein in ein anderes Gebiet oder sonst was. Deswegen wäre das auch meine erste Taktik. So guck, ob das auch im Real. Einfach schnell durch eine Tür gehen und wieder rausgucken. Ja, und dann gucken, ob sich alles beruhigt hat. Ja. Und wenn nicht, dann sind wir eh alle gefickt. Ja, wenn nicht, dann leben wir in einer Zombie-Apokalypse, die noch schlimmer ist als eine Zombie-Apokalypse. Bis zum Ende meines Lebens Hühnchen. Ja. Dann würde ich mir irgendwie, keine Ahnung, erst Zombie-Apokalypse wäre das für mich. Wenn, nur halt mit Hühnern, gefährlicher. Ist halt die Frage, ob die Hühner wirklich nur auf uns sauer sind oder auf die Menschheit generell. Das ist die Frage. Wenn sie nur auf uns sauer sind. Also ich meine, die Frage, ihr werdet von Hühnern verfolgt. Ja. Also dann müssten wir uns halt irgendwo verbunkern. Genau, und lässt uns alles per Postbote liefern. Ja, ist ja eh nicht mehr so schwer heutzutage. Ja. Wir würden zurechtkommen. Ja. Und wie gesagt, Hühnchen wäre kostenlos. Wir könnten damit Geld machen. Ganz ehrlich, wenn die ganze Zeit Hühner ankommen würden. Ja, stimmt schon. Wahrscheinlich werden wir auch den Fluch von allen Hühnern erfahren. Ja, also, ihr werdet von Hühnern verfolgt. Wie würdet ihr vorgehen? Vor allem können wir immer sagen, aus Freilandhaltung. Ein Weg finden, wir können immer sagen, aus Freilandhaltung. Ja, definitiv. Unsere Hühner sind zwar nicht glücklich, weil sie die ganze Zeit sauer sind. Aber ich glaube, die geben keine Eier. Dann, aber wir können halt Fleisch verkaufen, Federn, sonst was. Ja. Endlicher Vorrat an Hühnern. Wir können ja auch Leute einstellen, die sich um die Hühner für uns kümmern. Dann müssen wir uns, weißt du. Ja, die einfangen. Ich meine, das sind ja unsere Hühner. Also sage ich jetzt einfach mal, weil die sind sauer auf uns. Ich meine, wenn die aus dem Nichts kommen. Ja. Ich gehe halt von derselben Mechanik. Also, ohne uns würde es reich Hühner werden. Nicht geben. Ja. Perfekt. Okay. Dann lass uns mal ein paar Hühner kaputt hauen und lass uns mal Hühner treten gehen. Ey. Hühner treten, da muss ich direkt an Fable denken. Oh ja, stimmt. Die nächste Frage ist da um einiges unernster. Und zwar möchte die Butterkuchen-Mafia. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht nur eine Person ist, sondern eine Organisation. Ja, es ist richtig. Genau. Und die möchte wissen, was ist unser liebster bzw. emotionalster Zelda-Moment? Ich glaube, für mich war tatsächlich mit so der coolste oder vielleicht sogar der coolste, wo man das erste Mal das Master Sword hat und Also in Ocarina of Time, wo man quasi groß wird. Ja, genau, so dieses, okay, krass, jetzt so, man wird erwachsen, man hat so, die Welt verändert sich und so, das war damals für mich so, glaube ich, der krasseste Moment in einem Videospiel bis zu der Zeit.
Für mich ist es ganz schwer zu sagen, weil Zelda hat so viele Momente. Da einen rauszupacken ist schwer für mich. Also zumindest so die Zeldas bis Twilight Princess noch, würde ich sagen, hatten alle mehrere coole Momente, so vom Story, von Emotionen her. Spielerisch auch danach noch. Also Skyward Sword hat einige richtig coole Momente so in die Richtung. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde jetzt sagen, dass wenn man The Wind Waker das erste Mal das alte Schloss betritt, weil... Ja, das war auch cool. Also man muss, ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass ich erst Wind Waker gespielt habe und dann Ocarina of Time, aber ich habe Wind Waker tatsächlich erst nach Ocarina of Time durchgespielt. Ah, und, ja, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so, ja, mehr, weil du denkst, oh cool, hier war ich schon mal, das ist ja halt richtig. Schon... Und gerade dadurch, dass es halt so kurz hintereinander war und jetzt nicht Jahre dazwischen lagen, war das vielleicht sogar noch mal intensiver, weil es war halt, ich muss auch sagen, ich habe in Wind Waker mit Ganondorf mitgefiebert, weil Ganondorf wollte halt Hyrule ja wieder zu altem Glanz zurückholen, also wieder halt an die Oberfläche holen, und ich weiß nicht, ob Ganondorf da der beste Anführer ist, um dann das Land zu leiten, so, ne, wahrscheinlich so ähnlich qualifiziert wie Trump. Aber man weiß, ja, ich würde gerne sagen, man merkt halt schon, dass er jetzt nicht so die tollsten Make Hyrule Sachen great da, again. Ja, dass er nicht so die tollsten Sachen damit im Kopf aber, hat. Aber ich fand, eigentlich ist es ganz gut, dass man, also ich habe gerne nachvollziehen können, weil ich Hyrule halt auch, das Königreich Hyrule, da verbinde ich halt was mit. Und dieses Meer war halt so, ja, es war ein Meer, so, es war für sich genommen, auch wenn die Inseln ganz cool waren, irgendwie, ich mochte halt Hyrule als Spielwelt lieber. Und keine Ahnung, das erste Mal da runterkommen und halt diese Musik und wie das alles in Schwarz-Weiß ist, und dann zieht man das Master Sword raus und dann nimmt alles Farbe an und die Musik verändert sich und die Gegner erwachen und so, und es ist halt, ja, richtig geil. Das war auch ein sehr cooler Moment. Richtig cooler Moment. Ja, das ist, glaube ich, so mein liebster Moment. Ja, ich glaube, ich sag jetzt mal so objektiv sozusagen, da kann man natürlich nicht ganz objektiv sein, ist auf jeden Fall, aber dadurch, dass es halt damals dann auch so Gameplay-mäßig, man rechnet halt nicht, und ich glaube, man ist natürlich auch als Kind so krass dazu beeindruckend, hat mich das halt so von den Situationen her am meisten beeindruckt. Ja, vor allem, du wusstest es halt noch nicht. Als ich Ocarina of Time gespielt habe, wusste ich halt schon, dass man groß wird. So. Also es war jetzt nicht so, wow, so nach dem Motto so, ah, okay, jetzt haben wir das Spiel durchgespielt. Ach so, jetzt geht's erst richtig los. Ja. Weil so wirkte das ja damals auch vielleicht auf Leute, weil du hast schon 3 Dungeons gemacht und so. Klar, wer Zelda kennt, weiß, es ist ein bisschen kurz, aber eventuell hat sogar der eine oder andere damals gedacht, das Spiel wäre jetzt vorbei. So, ich meine, das Spiel ist ja so aufgebaut. Du musst jetzt diese 3 Steine finden oder die 2 anderen noch. Und dann gehen wir in die Zitadelle der Zeit und holen uns irgendwie, und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was der Plan war. Irgendwas machen wir. Ist schon was her. Du holst das Master Sword und dann machst du Ganondorf fertig oder so. Kein Plan. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mehr, was der Plan war dahinter. Von Zelda ursprünglich. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Naja. Und das, obwohl ich das Spiel 20 Mal durch habe. Aber ich muss auch sagen... Du bist doch gar kein richtiger Zelda-Fan. Ja. Und das, ich muss auch sagen, Majora's Mask hat natürlich auch viele richtig coole Momente. Es gibt so viele kleine Momente in dem Spiel, was mich aber zum Beispiel... Aber für mich, ich habe jetzt keinen so emotional... Was mich damals sehr berührt hat, ist der Moment, wo man... du hast in dem Canyon, hast ja so ein Haus... Und da ist so ein Mädchen, das kommt da immer raus. Und die lässt dich nicht ins Haus. Und nur wenn es aus dem Haus raus ist, kannst du da rein. Und habe ich gedacht, was geht denn da ab? Und dann gehst du halt da rein und dann stellst du halt fest, dass ihr Vater irgendwie zu so einem Mumien-Zombie-Vieh geworden ist. Ne? Und halt so, und dann kommt sie halt wieder und schreit dich so an und geh weg und so, oh, Daddy, alles ist okay. Und du merkst halt, okay, die kümmert sich hier um ihren Vater, der irgendwie voll krass zu einem Zombie geworden ist. Und dann kannst du den halt erlösen mit dem Song der Befreiung, wie der heißt, der halt so mega geil auch ist. Also ich liebe diese Melodie, dieses dim, 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 ne? Es ist halt, ich will es jetzt nicht durchmachen, aber es ist tatsächlich auch der einzige Song hier. Den kann ich auf dem Keyboard spielen. Das ist der einzige Zelda Song, den ich auf dem Keyboard spielen kann. Auf jeden Fall, den finde ich ja auch mega geil. Und wenn du dann halt diese Szene erlebst, wo du halt quasi den Vater von seinem Fluch befreist und die Kleine rafft das und kommt hin und Papi und läuft ihm in den Arm. Das fand ich richtig rührend damals. Das fand ich sehr berührend. Okay. Das fand ich sehr emotional. Ich glaube, da war es schon kalt. Okay, also es gibt auf jeden Fall sehr viele coole Momente. Welches Zelda hat unserer Meinung nach die beste Story, fragt, das ist jetzt ein Name, oh Gott, Luke 4A 1 4 0 3 X.
Richtig, der Bildschirm ist auch noch zwischendurch ausgegangen, um es noch schlimmer zu machen. Ja. Ich vermute mal, du würdest das 4 einfach über und einfach Luca sagen, oder? Ja, vielleicht. Oder, aber vielleicht ist es ja aber danach kommen ja noch ganz viele andere Zahlen. Ist ja egal. Q-A-O-X. Such dir einen anderen Nickname. Ja, der ist schlimm. Wie soll ich den denn jedes Mal lesen, wenn du Fragen hast? Also, welches Zelda hat unserer Meinung nach die beste Story? Die Frage haben wir tatsächlich eigentlich schon im ersten Teil beantwortet, denn wir haben beide gesagt Majora's Mask. Hands down. Ich kann aber ich muss dazu sagen, habe ich jetzt auch schon dann im letzten Video gesagt, das ist für mich Zelda allgemein keine gute Story. Und mit Majora's Mask muss man auch sagen, das sind halt die vielen kleinen Stories, die halt in diese Oberhandlung mit reinfließen. Also eben zum Beispiel das, was wir auch im letzten Podcast schon erzählt haben, dass man dann rausfindet, oh, hier der Sohn vom Butler, das ist ja der Deku, der quasi, dessen Maske wir tragen. Ja. Oder irgendwie, dass du den Geist von den Goronen kennenlernst, den und quasi erstmal den irgendwie von seinem Leid befreien muss, dass er halt irgendwie denkt so, oh, ich bin hier der Held von den Goronen und ich muss dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Und dass du halt sagst, nee, ich kümmere mich darum. Hm. Song der Befreiung wieder mal, alles klar, du kannst in Frieden ruhen. Das ist halt, das ist alles cool. Und was ich halt nie nachvollziehen kann, ist, wenn mir Leute sagen, Twilight Princess hat die beste Story und ist das düsterste Zelda. Ich raff's nicht. Das düst, hä? Du trägst ich meine, mit Majora's Mask die Masken von toten Charakteren. Ja, und dieser Mond, der ich töte euch alle. Ja. Also. Ich meine, es ist halt auch ein bisschen creepy. Eventuell gibt's Leute, die es nicht ernst nehmen können, weil da halt auch seltsame Sachen drin sind, wie Alien die Kühe entführen oder so. Ist super creepy, also. Aber ja, also wenn, dann wär's für mich auch auf jeden Fall das Majora's Mask. Also. Ja. Und Twilight Princess, was ist denn an der Story von Twilight Princess cool? Letztlich ist das nur so, Zantu übernimmt das Schattenreich und dann bricht der in Hyrule ein und Kinder werden entführt und es gibt keinen Grund dafür. Und es ist nichts Besonderes. Wie gesagt, für mich war die Story nie die Stärke von Zelda. Außer halt so Ocarina of Time Zeiten, weil man da damals noch andere noch nicht so krasse Storys in der Regel. Ja. Also außer vielleicht von halt JRPGs. Ja, natürlich schon nochmal krasse Storys. Okay, aber ja, mit Majora's Mask sagen wir beide. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was ich so als zweitstärkste Story ansehen würde. Vielleicht sogar Wind Waker. Ich glaube oder halt auch. Oder halt Ocarina of Time. Das wären so ich finde aber auch noch die Link's Awakening eigentlich ganz cool. Ja, ich meine, hat natürlich jetzt keine krasse Story oder aber so. Hat halt so dieses, aber ich fand's cool, dieses so dieses Inception-mäßige eigentlich, dass du dann halt im Traum vom Windfisch warst. Ja. Das ist schon cool. Sehr cool. Okay, jetzt wird's besonders kompliziert, denn 1000Sunny94 fragt, was halten wir von der Timeline und wie würden wir Breath of the Wild einordnen? Ich habe extra hier Hyrule Historia liegt bereit. Ich habe extra ein Lesezeichen gemacht. Du bist gar nicht vertraut mit der offiziellen Timeline. Ich glaube, du hast mir die schon mal irgendwann gezeigt, weil ich mir dachte, wie war das nochmal oder so. Also, ich recap jetzt quasi nochmal für alle. Es geht halt los mit Skyward Sword. Das ist das erste Zelda. Und da geht es halt darum, dass die Leute aus dem Himmel wieder zurück auf die Erde kommen. Also, theoretisch kann man irgendwann auch mal ein Zelda machen, was nochmal davor spielt, wo es dann halt darum geht, dass wie die Leute überhaupt in den Himmel gekommen sind. Toll. Ja, was weiß ich. Hoch, runter. Übrigens, hier, Skyward Sword hat für mich auch keine gute Story. Was mich am meisten abgefuckt hat, ist, dass man vorher gesagt hat, ja, man erfährt was von der Entstehungsgeschichte vom Master Sword. Letztlich war es, hier ist das Schwert, haut zwei Flammen drauf, jetzt ist es das Master Sword. Ja. Mega geil, mega episch, der Hammer. Das war ja richtig geiler Scheiß. Danach kommt halt Minish Cap. The Rise of the Evil Vati. Also Vati ist ja der Bösewicht von Minish Cap und von Four Swords zum Beispiel auch. Four Swords spielt direkt danach. Und dann kommt Ocarina of Time. Und in Ocarina of Time oder nach Ocarina of Time oder während Ocarina of Time kann man eigentlich sagen, splittet sich das Spiel in drei Timelines. Und es gab immer halt schon die Theorie, dass es zwei Zeitlinien danach gibt. Dass es auch noch eine dritte geben wird, gab es nicht. Und zwar aus gutem Grund. Das ist nämlich total bescheuert. Das ist jetzt schon bescheuert. Das macht ja, ich meine, die eine, also am Ende des Spiels wird ja quasi Link in der Zeit zurückgeschickt, um halt seine Kindheit quasi erleben zu dürfen oder so. Mhm. Und dann ist halt die eine Timeline, dass er halt quasi mit Zelda zusammen den König von Hyrule überzeugt, dass Ganondorf ein Hurensohn ist. Und der anderen ist halt Ganondorf besiegt, aber Link ist nicht mehr da. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
das ist schon sehr cool, weil dadurch gibt es halt auch keinen Link mehr in dieser Timeline. Also nicht mehr den Link aus Ocarina of Time. Mhm. Also dieser Zyklus, dass Link immer wieder geboren wird quasi, den gibt es da nicht mehr so richtig. Ja. Dann wird ja auch ein Wind Waker, das danach spielt auf dieser Zeitline, um diese einfach mal als erstes anzugehen, wird auch explizit gesagt, dass das nicht eine Reinkarnation von dem legendären Helden ist, sondern dass das wieder ein neuer Held ist. Das ist halt der Held des Windes und nicht der Held der Zeit. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Nach Wind Waker spielt offensichtlich natürlich Phantom Hourglass, spielt ja auch direkt danach. Und Spirit Tracks spielt halt nach Phantom Hourglass. Da haben sie dann, also in Phantom, also am Ende von Wind Waker, ist dann der Held der Züge. Der Held der Züge, ja. Der Schienen oder der so. Lokomotiv-Link. Ja. nee, aber am Ende von Wind Waker segeln die ja quasi los, um ein neues Hyrule zu finden. Darum geht es ja auch in Phantom Hourglass. Da wird ja Tetra direkt am Anfang auf diesem Geisterschiff entführt. Und ja, in Spirit Tracks sind die dann halt in diesem neuen Hyrule. Danach gibt es halt die Timeline eben auch, die ich eben schon erwähnt habe, wo man eben Link kehrt halt in die Zeit zurück und danach spielt er dann natürlich direkt mit Majora's Mask, wo Link dann halt quasi sich auf die Suche von Navi und nach Navi macht und dabei halt quasi das Horror-Kid trifft und dann halt in Termina die ganze Scheiße mit dem Dreitageszyklus miterleben muss. Ja. Danach spielt Twilight Princess und danach spielt Four Swords Adventure. Wow. Wo ich ehrlich sagen muss, das Spiel hat halt kaum Story und entsprechend spielt halt offenbar da, aber ja. Kein Plan. Ja, und dann gibt es halt noch die dritte Timeline, die ich total bescheuert finde, weil die ist, der Held wurde besiegt. Und ich denke mir so, okay, wenn das eine mögliche Zeitlinie ist, ich bin eigentlich, auch wenn ich Rick and Morty zum Beispiel sehr cool finde, aber ich bin kein großer, ich persönlich halte halt diese ganze Multiverse-Theory für Bullshit. Also, für mich ist immer so diese Vorstellung, dass es ganz viele Universen gibt und dass jede Entscheidung, die wir treffen, dazu führt, dass es ein neues Universum gibt, wo wir halt, gibt es eben nur noch dieses andere Universum, wo wir genau die andere Entscheidung gefallen haben. Also es gibt halt unendlich viele Universen, weil jede Entscheidung irgendwie, ich glaube da nicht dran. Ich glaube einfach, wir treffen Entscheidungen, das ist die Entscheidung, die wir fällen und Ende. Und damit müssen wir halt leben. Und ich finde halt dieses, der Held wird besiegt, finde ich total bescheuert, weil das könntest du bei allen anderen Zeldas auch machen. Könntest auch sagen so, ja, Held ist gescheitert, neue Timeline. Ja, aber da setzen halt die Spieler. Also ich meine, vielleicht kommen sie ja irgendwann mal, ach ja, komm, wir setzen uns bei Skyward Sword an und sagen, oh, da hat das nicht geschafft, ja. Jetzt machen wir da auch noch mal. Aber wenn sie daraus was Cooles gemacht hätten, wäre es ja auch was eine gewesen, aber es ist danach spielt halt Link to the Past und hat Link to the Past, ist da irgendwas, wo man sagt, okay, das funktioniert natürlich auch nur, wenn Link von Ganondorf besiegt wird. Nö, eigentlich nicht. Ne? Aber das ist, ja, mach erstmal weiter. Danach kommt Oracle of Ages und Seasons. Danach kommt Link's Awakening. Und danach, und das ist der eigentliche Witz, kommen Zelda 1 und Zelda 2. Am Ende der Timeline. Ja. Alles ja, was war das ja? Was halten wir von der Timeline, ne? War ja auch genau, die Frage. Das ist die Frage. Und wo wir Breath of the Wild einordnen, da kommen wir danach nichts. Zu. Ich finde die auch komplett unnütz und bescheuert. Nichts. Dadurch, dass die Zelda-Teile trotzdem nichts miteinander zu tun haben. Nicht wirklich. Also die es meisten halt, nicht. Okay, da kommt am Anfang mal, wie bei Wind Waker, es war mal ein Held und bla. Abgesehen davon haben diese Teile nichts miteinander zu tun, gar nicht. Okay, es gibt das Master Sword, aber es müsste halt nicht das Master Sword, es müsste nicht immer dasselbe Schwert sein. Ich fand es früher halt schon cool, dass man so spekuliert hat und so, okay, wie könnten die Zelda so zeitlich einordnen? Aber dann hätten die auch dabei bleiben können. Das wäre doch auch viel interessanter, dass man selber spekuliert hat. Das wäre dann halt so das Dark Souls-Prinzip, wo du ja auch niemanden hast, der dir sagt, ja, so und so ist die Story. Ja, selber interpretieren. Ja, das macht dann halt so den Hardcore-Fans, die dann halt die Story von den Spielen cool finden. Das macht denen dann halt Spaß, aber das dann so offiziell zu machen und so, ist das ein... Vor allen Dingen, es wirkt halt so zusammengeschustert. Es wirkt halt so, als ob sie im Nachhinein alles so zusammengeschustert hätten irgendwie. Ja. Also niemand kann mir erzählen, dass Miyamoto bei Zelda 1 dachte... Ja, und dann mache ich irgendwann mal dieses Spiel und dann passiert das und jenes. Das wird das letzte Spiel der dritten Timeline. Ja, ja. Nee. Also ich glaube ich glaube fast schon wirklich, sie haben angefangen, sich darüber Gedanken zu machen.
als Leute danach gefragt vielleicht als, haben. Ja, als sie Skyward Sword entwickelt haben oder so. Ja, weil die Entstehungsgeschichte vom Master Sword. Oh, das muss ja heißen, dass die Spiele miteinander verbunden sind. Verdammte ja. Kacke. Ja, es ist wirklich, keine Ahnung, ich bin kein Fan der Timeline. Nee, und entsprechend habe ich mir auch noch nicht so mega viele Gedanken darüber gemacht, wo man da jetzt Breath of the Wild einordnen kann, weil... Müsste er irgendwo am Ende von irgendwas sein. Ja, also ich meine... Also ich meine, das ist ja auch wieder irgendwie die Zivilisation... Wir wissen halt nicht, vielleicht, was... Oder ist es vielleicht was, sogar da was ganz ich mir am Anfang? Halt also das Ding ist, es gibt halt verschiedene Dinge, die für... Also ich habe ein paar so Theorie-Videos mir angeguckt. Und es gibt halt verschiedene Dinge und Fakten und Indizien, die für verschiedene Sachen sprechen. Weil es gibt halt in dem Spiel die Crocs. Das sind diese Baumwesen aus Wind Waker. Also müsste es ja eigentlich nach Wind Waker spielen. Dann gibt es aber auch oder wieder... davor. Ja, oder eventuell auch davor. Aber ich glaube, die Crocs sind halt erst entstanden, nachdem das Land geflutet wurde. Dann danach. Also eigentlich müsste es ja dann nach Spirit Tracks spielen, weil es ja wieder ein Festland ist und es ist wieder Hyrule und es spielt dann irgendwann nach Spirit Tracks. Aber es gibt auch wieder die Szenen, die dagegen sprechen. Und alles basiert ja auch, also wenn du... Mich erinnern diese Robo-Monster-Dinger, die man da teilweise sieht, vom Stil her ein bisschen an Twilight Princess. Ja, vom Stil her auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Und das Ding ist halt auch noch, wenn du dir den Marktplatz anguckst, von die Ruinen, wo man quasi ist, am Anfang des Spiels. Das ist halt ganz klar basiert das auf dem Marktplatz von Ocarina of Time, was wiederum dagegen sprechen würde, dass es das neue Hyrule ist, weil das ist ja ein anderes Land als das, wo früher mal Hyrule in Ocarina of Time stand. Ja. Und so ist es halt mega verwirrend und ich kann mir eventuell auch vorstellen, dass es halt in dieser der Held wird besiegt Timeline ist. Eventuell ist Link nämlich jetzt quasi besiegt im Sinne von, dass er halt nicht tot ist, sondern halt einfach nur deadly wounded. Schlafen oder so, gelegt oder... Ja, und dann ja. Haben sie ihn halt in dieses Koma gelegt, in dem er 100 Jahre ist. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass man halt quasi hier... Das ist ja wie gut Ganondorf hier Hyrule führt, ne? Aber auf der anderen Seite spricht dagegen wiederum, dass es ja um diese Guardians geht. Diese, ne, die du eben sagtest, diese Roboterviecher. Mhm. Und darum, dass die ja irgendwie ursprünglich wahrscheinlich waren das mal Wächter im Sinn von, die waren von den Shika gut, also die waren bewachen und sind dann irgendwie korrupt gemacht worden. Das ist die aktuelle Theorie, was alle glauben, worum es nachher gehen wird. Und das passt ja wiederum nicht zu Ocarina of Time. Das ist ja nicht die Story von Ocarina of Time. Ja. Entsprechend kein Plan, wir werden es sehen. Aber letztlich ist es mir ehrlich gesagt ist, ja, es egal. Ist komplett egal. Also für mich persönlich steht auch einfach jedes Zelda für sich. Ja, einfach. Für mich eigentlich mehr oder weniger auch. Es ist für mich mehr mit Final Fantasy zu vergleichen. Genau. 1000Sunny94 hat auch noch eine andere Frage. Und zwar möchte er, sie? Ich glaube, würde fast auf sie tippen bei Sunny. Kein Plan. S. Du bist jetzt ein S. Ja, wir haben das bestimmt, du bist geschlechtsneutral. Was halten wir von den Multiplayer-Zeldas? Hast du mal eins gespielt? Nee, leider nicht, aber die sahen eigentlich immer ganz spaßig aus. Four Swords liegt ja drüben und wir wollten mal damit anfangen, aber wir müssen halt erst Crystal Chronicles endlich mal durchspielen. Oh ja, endlich. Ja. Und das geht ja eigentlich so ein bisschen in die Richtung Crystal Chronicles. Ich hätte halt eigentlich schon Bock, nochmal so ein Multiplayer-Zelda in diesem Stil zu haben. Das Ding ist, auch auf dem 3DS... Ich hätte noch mehr Bock, aber auf dem gutes neues Crystal Chronicles. Ja, darauf hätte ich auch mehr Bock. Aber das Ding ist einfach, es gibt auch ein Multiplayer-Zelda für den 3DS. Triforce Heroes heißt das. Habe ich nicht gespielt. Habe ich mir nicht gekauft. Mhm. Weil ich einfach niemanden hatte, mit dem ich spielen konnte und wollte. Und als ich wusste halt von Anfang an, das Spiel ist komplett auf Multiplayer ausgelegt. Das musst du, wenn überhaupt, im Koop halt im Multiplayer spielen. Und da ich da niemanden für hatte... Und wenn, würde ich das eigentlich auch lieber lokal spielen wollen als online. Ja. So. Das macht schon mehr Bock. Also merkt man ja auch bei Crystal Chronicles, die direkt nebeneinander sitzen und sagen, hey, jetzt mach schnell das und wir müssen jetzt die Sachen kombinieren, um den Gegner zu besiegen. Und bei Zelda ist das nochmal krasser, weil du halt Rätsel zusammen löst und so. Also du musst dich jetzt auf den Schalter stellen, du springst auf mich drauf und dann schießt du den Pfeil dahin und sowas. Aber das ist nicht krass. Ich finde im Kampf so Entscheidungen, so taktische Sachen zusammen machen, finde ich da
ist es schon besser, wenn man nebeneinander, also, weil da kannst du dann so überlegen, wenn du irgendwie online jetzt labern willst, wobei du hast ja keinen Voice-Chat oder so. Ja, sowas, musst du halt dann gesondert machen über den Computer oder so. Oder in Zukunft über dein Handy. Ja, es ist so dumm. Über die App. Ja. Richtig. Aber ich hätte, also ich glaube, die Switch würde sich halt für sowas wieder anbieten. Weil alleine schon, was halt mega cool ist, das finde ich halt einer der coolsten Aspekte an der Switch, ist einfach, dass halt mehrere Leute, also es können 8 Switch zusammen lokal spielen. Also, ne, jeder hat sein Tablet dabei, seine Switch halt, und dann kannst du zu 8 spielen. Und teilweise sogar mit Download-Play. Das heißt, du brauchst nur ein Modul. Musst du mal hoffen, dass sich so viele Leute eine Switch holen. Ja. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Das wird eher in Japan der Fall sein. Ja, in Japan wird das kein Problem sein, aber hier musst du erstmal die Leute zusammentrommeln. Mhm. Ich denke schon, dass es möglich ist, genug Leute zusammenzubekommen hier in Berlin, um das mal zu organisieren. Aber es ist halt ja, was, logisch, was logisch, du halt aber organisieren du musst. Ja, genau, du hättest jetzt nicht in einem Freundeskreis sowas. Ja. Also selbst wenn du viele Gamer in deinem Freundeskreis hast oder so, glaube ich, dass die Switch ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Ja, wir werden, also ich meine, das hängt halt auch davon ab, wie sich Nintendo weiterhin anstellt und was da noch alles kommen wird. Ja. Also mal gucken. Aber ja, also ich hätte eigentlich nochmal Bock auf so ein Zelda und ich glaube, die Switch würde sich da vom Prinzip her auch für anbieten. Ja. Von daher, warum nicht? Nächste Frage ist von True Summer und der Lonlon Let's Play. Dazu muss ich sagen, ich habe hier mal zwei Namen zusammengefügt. Aber es ist ganz oft so, dass Fragen irgendwie mehrfach irgendwie vorkamen und ich habe dann jetzt einen Namen halt jetzt rausgepickt und eine Frage rausgenommen, ja. Aber stellvertretend für mehrere Leute, die vergleichbare Fragen gestellt haben. Scrollst du ein bisschen runter, damit ich die Fragen auch noch lesen kann? Ja. So. Ah, gut, danke. Mit welchen Spielen würden wir uns ein Zelda-Crossover wünschen? Ich muss dazu sagen, ich muss direkt sagen, ich mag Crossover vom Prinzip her nicht. Ich auch nicht. Ich bin kein Fan von Crossovern. Als damals das Gerücht aufkam, dass es ein Crossover zwischen Metroid und Star Fox gab, habe ich angefangen zu schreien. So, nein, bloß nicht. Crossover zwischen Metroid und Star Fox? Das passt doch überhaupt nicht zusammen, oder? Ich meine, beide spielen im Weltraum. Das eine ist nicht... Einzige Gemeinsamkeit. Ja, das eine ist halt überhaupt nicht wirklich ernst. Ja. Und das andere schon. Ja, Metroid ist die erwachsenste und ernsteste Serie von Nintendo. Ja. Und dann das mit Star Fox zu kombinieren, würde es halt komplett kaputt machen. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Also in Smash Bros. Funktioniert es natürlich. Ja, natürlich, aber das ist halt auch, das ist für mich kein Crossover mehr, sondern das ist halt schon... Nee, das ist, also ich meine, ist halt was anderes. Mit Crossover ist halt, ist halt eh so ein Fun, Zelda was überhaupt mit einem nicht anderen gemeint Spiel ist. Kreuzen, so. Ja, nee, ich glaube, das einzige Spiel für mich, was ein cooles Crossover ist, also was es aber auch nicht wirklich ist, ist halt Kingdom Hearts. Ja. Weil es halt irgendwie. Ja, oder so Prügelspiele gibt es natürlich ganz viele, wie Marvel vs. Capcom oder sowas. Ja, aber. Ich weiß. Mario Kart ist letztlich ja auch, also wenn du es so interpretierst, ja dann auch Crossover. Ja. Aber nee, also ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von. Und deswegen habe ich die Frage für mich oder für uns auch so ein bisschen abgeordnet, was für ein Spin-off würden wir uns mal wünschen, was eventuell in einem Stil von einem anderen Spiel ist. Und da fällt mir eine Menge ein. Zunächst einmal hätte ich richtig Bock auf ein Spiel, das dann natürlich auch darauf ausgelegt ist und sich entsprechend dann auch anders spielt, als halt das Spielelement in Zelda für sich genommen, nämlich ein Stealth-Game, in dem man einen Sheikah spielt. Von mir aus Sheik. Und ja, das könnte ich mir sogar so vorstellen, wie ist das Spiel, was du so mega cool findest, das 2D-Stealth-Game? Hier mit dem Mark of the Ninja? Ja, ich glaube schon. Ah. Ja, ich glaube, das war der Name. Ja, was halt cool. Relativ schnell durchgespielt ist, aber für mich, glaube ich, das coolste Stealth-Game, also es hat mir so viel Spaß gemacht. Das wäre halt ein echt cooles Spin-off, sowas in die Richtung zu machen. So. Das fände ich echt nice. Und darüber hinaus, halt, wenn sie einfach wie bei Final Fantasy ein Taktik-RPG machen mit Zelda-Charaktere, Zelda-Welt, also quasi Fire Emblem Zelda. Aber halt nicht mit Fire Emblem und Zelda-Charakteren und irgendwo in, keine Ahnung, an der Mischmaschland, sondern halt in Hyrule mit Zelda-Charakteren. Ja. Können ja dann auch teilweise neue Charaktere sein. Das fände ich cool. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das in diese Richtung schon gedacht war eher, weil ich meine, es gibt bestimmt Leute, die sagen Hyrule Warriors, was ja quasi hier, wie heißt es?
Die Warriors-Serie halt. Ich komme gerade nicht auf den. Es heißt ja irgendwas anderes. Warriors irgendwas. Oder beziehungsweise Samurai Warriors. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht so ganz mein Genre. Aber es gibt ja Leute, die schon sagen würden, Hyrule Warriors war ein Crossover. Ist es für mich nicht. Weil es gibt halt nur Zelda-Charaktere. Das Spiel kommt ja. Ja, Crossover müsste ja quasi die einen Charaktere aus der Serie treffen auf die Charaktere von der anderen Serie. Deswegen habe ich es auch mal im Spin-off umgeändert, weil ich denke, das geht in eine ähnliche Richtung. Und ich hätte halt so ein Taktik-RPG mit Zelda-Charakteren wäre cool. Ja. Mir wäre auch spontan kein. Das Problem ist, das Zelda-Universum hat halt einfach kaum Tiefe. Ich meine, Link hat keinen Charakter. So, Link macht ja, halt. Link sagt, ihm wird halt immer gesagt, mach das. Und dann macht das halt. Das ist Links Charakter. Zelda ist ja auch irgendwie immer wieder anders, deswegen irgendwie so ein Crossover. Man könnte noch eine Fishing Simulation machen. Ja. Zelda Fishing Simulation. Ich würde da echt spontan keine Serie anfangen, die da groß was. Was gibt's denn? Vor allem, dann müsste es ja eher noch was Richtung Mittelalter auch sein. Ja. Da kommen jetzt gerade Dark Souls in den Sinn, aber das würde jetzt auch nicht wirklich passen. Außer bei Dark Souls am Ende kämpfst du gegen Ganondorf oder so. Ich meine, sagen wir mal so, auch das finde ich wieder cool. Ein Dark Souls-mäßiges Spiel im Zelda-Universum hätte ich Bock drauf. Also, wenn jetzt Nintendo zu From Software gehen würde und sagen würde, macht mal sowas, würde ich. Ja, also, wenn man Souls mag, dann auf jeden Fall halt mein anspruchsvolles Kampfsystem bei Zelda. Ja. Und halt allgemein mal ein richtig, richtig düsteres Zelda dann quasi auch. Oh, also das soll halt dann auch in diese Richtung gehen. Oder dann noch besser Richtung Bloodborne, weil Bloodborne ist von den Souls-Spielen quasi für mich das düsterste mit Abstand. Das war ja schon ziemlich abgefuckt teilweise. Voll geil. Aber halt so Crossover-mäßig im Sinne von, dass man irgendwie die Serien zusammenbringt wirklich in Zelda-Souls. Nee, mir würde auch keine Serie so spontan. Also einfallen. Die einzige Serie, die ich vom Flair her mit Zelda vielleicht überhaupt vergleichen würde, ist Fable. So, ich finde irgendwie. Ja. So am ehesten, auch von der Grafik her. Aber Fable ist dann wieder zu unernst. Ja, und was willst du machen? Also, ich meine, Fable ist halt ein RPG und dann nennst du Entscheidungen in Zelda, was irgendwie auch wiederum nicht passt und Moralsystem oder was? Nee. Ich bin kein Fan. Also, mir fällt da auch. Dann kam aber auch noch die Frage, und zwar, welche Spielelemente aus anderen Spielen sollte Zelda unserer Meinung nach haben? Kampfsystem aus Dark Souls. Also zumindest so ähnlich. Also dass man, wo ja zum Glück Breath of the Wild, also was für mich auch... Geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ja genau, was für mich zum Glück so eine Sache ist, die Breath of the Wild für mich auch irgendwie interessant macht, dass du mal verschiedene Waffen und Waffentypen hast. Ja. Ich hoffe, die setzen das gut um und machen halt auch geben einem die Möglichkeit, die dann halt aufzuwerten. Also ein Crafting-System dazu muss jetzt kein krasses sein, aber wie gesagt, Waffen aufwerten. Dass es ein Crafting-System gibt, wissen wir ja, aber ich glaube, wir wissen immer noch nicht, ob man damit auch Waffen aufwerten kann. Ja, genau, dass du halt hingehen kannst und sagst, boah, geil, ich kämpfe voll gerne mit Speeren und ich will jetzt den besten Speer von allen haben. Ja. Ich hoffe auch, dass man halt wirklich Crafting-Material findet, mit dem man seine Waffen dann auch unkaputtbar machen kann. Ja, oder so, dass du dass sie halt nicht zerspringen, sondern dass sie halt irgendwie reparierbar sind. Ja, reparierbar, dass du auch die Waffen behältst. Dass du zu einem Schmied gehen kannst und der macht es dir wieder ganz. Genau. Und eventuell mit dem richtigen Material kannst du besondere Waffen für dich auch noch halt unkaputtbar machen. Dass die halt gar nicht kaputt. Ja, wie auch immer. Aber das wäre dann halt so auch was, so Endgame-Content quasi im Prinzip. Ja, weil da fände ich, ich finde es langweilig, dass es immer das Master-Sword ist. Ein Schwert ist so eine langweilige Waffe. Ich wüsste jetzt aber nicht darüber hinaus, was ich noch nennen würde an Spielelementen. Ich meine, Zelda hat halt schon so viele Spielelemente. Ja. Also das wäre bei dir ja auch quasi eigentlich nur halt. Es wäre ja kein neues Spielelement, sondern die Veränderung von einem bestehenden. Also Zelda hatte ja schon Kämpfe. Was so wirklich komplett neues Spielelement fällt mir gar nichts ein, glaube ich. So spontan. Mach mal einen Ego-Shooter draus. Es gibt ja tatsächlich dieses Crossbow-Training. Ja, genau, für die Wii, ne? Ja, das ist halt so eine Armbrust und schießt auf so halt Zieldinger und so. Habe ich auch nie gespielt, weil wozu? Also ich wollte es tatsächlich damals eine Zeit lang mal spielen, aber dann dachte ich mir wiederum so,
Ja, ich hab's damals ein bisschen gespielt, aber ist jetzt auch nicht so toll. Aber du hast wahrscheinlich bei irgendwem gespielt, der es hat, ne? Ja. Weil ich wollte es mir halt nie kaufen. Ich dachte mir immer so, das ist es nicht wert. Ja, keine Ahnung, Ja, mir fällt. ich hatte, wie gesagt, ich habe seit dem N64 keine Nintendo-Konsole mehr gehabt, außer halt den DS Lite. Ja. Ich würde tatsächlich auch sagen, die einzige Konsole, wo ich wirklich sagen muss, du hast eine ganze Menge verpasst, ist der GameCube. Beziehungsweise Game Boy Advance kam auch danach. Ja, aber GameCube habe ich mir, wie gesagt, mal ausgeliehen Ja. für längere Zeit. Für den GameCube sind halt echt viele Spiele erschienen, die damals eigentlich leider komplett an der Masse vorbeigegangen sind und die halt heute ganz viele Leute für sich neu Ja, da entdecken. habe ich auch, Metroid Prime dann Ja. gespielt und fand es super geil. Also, Metroid gehört für mich auch noch zu der besten Spielreihe überhaupt. Wir sind uns ja beide einig, dass Metroid besser ist als Zelda als Ja, Spielereihe. Also definitiv. Das ist für mich schon zumindest das. muss ich sagen, also man muss sagen, die letzten Match, also Other M Ja, The M fand ich auch nicht so und geil. Federation Force und so, Ja, das verrechne ich ja Federation jetzt. Forces, Ich sag jetzt, bis Metroid da Prime kann man, 3 ist ja also, auch ein Spin-off. Ja. ja, aber da kann man sich halt die krasseste Gesichtspalme wachsen lassen, was Ja. Nintendo angeht, ey. Dass sie nach all den Jahren, Leute wollen unbedingt ein neues Metroid, ja, gib dir noch mal das Federation Force. Lächerlich. Ich verstehe, Nintendo ist halt einfach manchmal so dumm, es ist Ja, die. unfassbar. Also keine Ahnung, mir fällt gerade wirklich kein Ja, Spiele-Element, mir was auch Zelda nicht. unbedingt noch braucht. Von daher, das Dark Souls-Kampfsystem fände ich auch cool. Es muss ja auch nicht so schwer sein wie Dark Souls. Nee, das stimmt. Aber halt einfach nur ein Kampfsystem, was noch mal ein bisschen mehr Ja. von dir fordert und dich ein bisschen mehr Aber Abwechslung ja. gibt. Ansonsten, keine Ahnung, wenn sie mehr auf Richtung Stealth gehen wollen, dann würde ich mich freuen, wenn sie Ein bisschen Richtung Metal Gear Solid. nee, wenn sie tatsächlich ein bisschen Richtung Dishonored gehen würden. Okay, Dishonored ist mein Dishonored habe ich dann nicht Lieblings-Stealth-Spiel gespielt. tatsächlich. Ich hab das tatsächlich zumindest theoretisch durchgespielt, ohne einen einzigen Charakter zu töten. Aber leider ist irgendjemand irgendwie gestorben und deswegen habe ich das Achievement nicht bekommen. So bitter. Ja, ist nervig. Nächste Frage kommt von, Moment, habe ich nichts übersehen? Ja, von Doshu88 und er möchte wissen, Zelda 2, kann diese Ausnahme die Regel werden? Nein. Nee, Ganz dann wäre es einfach. halt kein Zelda. Ja, also ganz einfach nein. Was ich interessanter finde, ist die Frage, ob wir uns vorstellen könnten, nochmal ein Zelda in diesem Stil von Zelda 2 mehr oder weniger vielleicht leicht abgewandelt zu bekommen. Warum? Ich fände es tatsächlich interessant. Ich habe auch Keine mal. Ahnung, du hast halt andere Spiele, die so, also so diese Side-Scroller, keine Ahnung, hier Ghouls and Ghosts oder heißt doch Ja, Ghouls oder and ich würde Ghosts. vor allem. Also, was ich finde tatsächlich, es geht schon eher sogar in die Richtung von Salt and Sanctuary. 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 Ja, wenn das mit Zelda, aber warum? Ja, aber ich glaube, das ist nochmal eher zu vergleichen, finde ich. Ich weiß auch nicht, also es braucht es nicht unbedingt, aber ich habe vor ein paar Jahren halt mal ein RPG-Maker Zelda gespielt, was quasi so in Side-Scroller diese war. Richtung geht, ja. Und auch mit Oberwelt, genauso wie halt Zelda 2. Okay. Und das fand ich schon ziemlich cool und interessant. Und da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Wenn ihr wollt, sucht mal nach Martin Spielraum Zelda Opal of Sheikah, heißt das. Opal of Sheikah, also Opal of Sheikah. Ja, es war ganz cool. Ist leider nur eine Demo, aber ihr könnt das Spiel auch runterladen und mal reinspielen. Hat leider nur Probleme mit der Steuerung, weil es halt ein RPG-Maker-Side-Scroller ist. Und der RPG-Maker ist nicht für Side-Scroller gedacht eigentlich. Ja. Da muss man schon technisch Ja, sehr ich habe auch irgendwann mal so mir ein bisschen RPG Maker angeguckt, Ja. aber dachte mir so, nee, zu viel Arbeit und. Ja, ja, tatsächlich auch, ich wollte damals Zelda-Spiele entwickeln, unter anderem. Also ich hatte ganz viele Ideen, aber unter anderem habe ich an einem Zelda entwickelt. Gab es halt immerhin schon mal einen funktionierenden Prototypen, den allerdings nicht ich gemacht habe, sondern halt quasi mein Entwicklungspartner. Ja. Von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört. Also seit 10 Jahren oder so. Das ist ewig her. Ja. Aber das war eine schöne Zeit, tatsächlich. Keine Ahnung. Also ich fand die Idee, sowas in diese Richtung Brauchen wir nochmal zu halt. machen, Das wäre braucht nett, man nicht. könnte man Das machen, aber muss man nicht machen. Zelda sollte erstmal die Sachen, die sie haben, wieder interessant machen. Ja. Die nächste Frage baut halt so ein bisschen darauf aus, weil der gute Nikolaus, sehr cleveres Wortspiel, möchte wissen, wie sieht die Zukunft von 2D-Zeldas unserer Meinung nach aus? Ich glaube ehrlich gesagt schlecht. Ich glaube es auch. Also
Also nicht, dass ich hätte noch mal Lust irgendwie auf ein gutes 2D-Zelda, aber ich glaube, dass diese Grundidee von, also wie es bisher ist, schon sehr ausgeschöpft ist. Also du hättest halt dann wieder das, was ich schon in dem, im ersten Teil halt bemängelt habe, dass es Zelda halt zu sehr die Teile irgendwie das Gleiche sind und so. Ich sehe da halt nicht so den Ansatz, wie man das noch mal so krass auffrischen könnte, dass ich persönlich das interessant fände. Dann würde es halt am ehesten so ein Handheld-Zelda sozusagen sein. Also ich finde, die funktionieren halt super, um es zwischendurch zu spielen. Ja, und deswegen ist es erstmal die Frage, wie Dingens, ist es jetzt Breath of, of the Wild, genau, ist halt schon ein Switch. Und für mich persönlich ist die Switch keine Heimkonsole, sondern ein Handheld. Also für mich ist es mehr ein Handheld mit der Möglichkeit, es auch auf Full HD zu spielen, als eine Heimkonsole, die man auch mitnehmen kann. Ich würde mir die niemals holen, nur um sie zu Hause spielen zu wollen. Dafür ist also außer die Spiele würden dich jetzt so überzeugen, dass du denkst, das muss ich spielen. Ja, aber bisher ist ja einfach ja, nur nichts. Bislang gibt es ja auch noch nicht viele Spiele, die angekündigt sind. Ja, also die große Frage ist halt, wie es mit der Switch weitergeht. Also zunächst einmal ich hoffe halt wirklich sehr darauf, dass Nintendo nicht noch ein Handheld rausbringen will zusätzlich, weil dann ist die Switch halt komplett unter. Die Switch darf jetzt, also die dürfen sich nur auf die Switch konzentrieren. Ja, das muss so sein, das muss einfach so sein. Das ist die einzige Hoffnung, die ich für die Switch auch sehe. Selbst Konkurrenz machen wäre jetzt irgendwie eine richtig dumme Idee. Ja, und vor allen Dingen hat es halt den Vorteil, dass sie dann auch mehr Spiele rausbringen können, weil sie sich halt auf dieses Gerät konzentrieren können. Und halt nicht zwei Systeme mit Spielen versorgen müssen. Was auch wiederum heißt, und das wiederhole ich an dieser Stelle gerne nochmal, dass wir mehr Platz für Experimente haben. Weil Nintendo eben nicht zwei Systeme mit Zelda versorgen muss. Und entsprechend können sie sagen, okay, wir haben jetzt ein Zelda gemacht, jetzt können wir mal was anderes entwickeln. Wie sieht es eigentlich beim Nintendo mit Indie-Spielen aus? Okay. Also die fördern die schon ganz gut und die haben auch immer auf ihrem Booth auf der Gamescom zum Beispiel Indie-Entwickler da. Und weil so was Mobile-Sachen angeht und so, die dann halt auch auf die Switch kommen könnten. Ja. Da sind ja auch ziemlich viele Indie-Games dabei. Aber die Frage ist halt, entwickelt Nintendo dann auch explizit für die Switch Handheld-Games? Also quasi Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass du sie unterwegs spielst. Und wenn sie das machen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt nach Breath of the Wild jetzt sogar erstmal noch ein 2D-Zelda machen. Aber eventuell, ich meine, wir haben ja eben über Spin-Offs geredet und da war ja auch die Idee, so ein 2D-Stealth-Game zu machen. Das wäre ja dann quasi ein 2D-Zelda. Nicht im klassischen Sinne. Es wäre halt kein. Kommt halt drauf an, was er sich so als. Was er jetzt genau mit einem 2D-Zelda meint, aber ich würde jetzt halt davon ausgehen, dass er Link to the Past oder. Ja, genau. Ja, ich denke auch. Unwahrscheinlich, aber. Es könnte passieren, es könnte auch nicht passieren. Wir müssen. Ja, aber. Also ich du sagst tendenziell eher weniger. Eher weniger. Ja, ich glaube ich auch. Tendenziell weniger. Dat Edits möchte wissen, gibt es ein Gadget von Link, bei dem ihr euch vorstellen könntet, dieses im Real Life gut gebrauchen zu können? Also irgendein Item. Ocarina of Time. Ja? Oder Ocarina of Time. Ja. Und was würdest du damit alles anstellen? Alles. Ich würde, keine Ahnung. Also wir gehen natürlich davon aus, dass die magischen Funktionen auch in der realen Welt funktionieren. Ja, sonst würde es ja also einfach nur also cool anhören tut die sich jetzt für mich nicht. Das würde mir nicht reichen. Ja, aber kannst du richtig, Zeit, kannst die Ocarinas Zeit sucht kaufen. Drin, Zeit schneller, Zeit langsamer. Das wäre schon extrem mächtig. Das stimmt. Aber das, okay, Gadget hört sich für mich halt eher schon so nach Technik an. Das ist ja so ein magisches Ding. Also ich würde auch sagen, die Ocarina ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Darüber hinaus, ich meine, was will ich mit einem Enterhaken im realen Leben? Aber das ist so mit das Erste, worauf man kommt. Ich dachte auch so, Enterhaken? Ja, aber was will man damit so, ne? Als ob ich den auch benutzen würde. So, scheiße, ich verpasse den Muss, Enterhaken. Also da würde ich mir sogar eher das Blatt aus Wind Waker wünschen, oder diesen Schal aus Skyward Sword, oder halt auch vor allem diesen Gleiter, sage ich mal, aus Breath of the Wild. Aber ich meine, auch da wieder, wie oft würde ich den wirklich nutzen? Würde ich wirklich hier aufs Dach steigen und irgendwie zur Bushaltestelle runtersegeln? Vor allen Dingen, ich meine, es ist ja immer noch gefährlich. Wenn ich runterfalle, habe ich immer noch Schwerkraft. Und Link, wenn der runterfällt, naja, hat halt Fallschaden. Aber ich meine, das ist halt nur ein Spiel. Aber wenn ich runterfalle und verrecke, dann ist das nicht so toll. Mhm. Fände ich jetzt nicht so gut.
Und daher die Gefahr wäre ja immer noch da. Deswegen, ich glaube, ich würde den effektiv nie benutzen. Was soll ich dann damit? Was gibt es denn noch so an coolen Items? Bomben. Bomben, ja, gut. Du jagst einfach die ganze Zeit alles in die Luft. Ja, aber Dynamit kannst du dir auch an echt besorgen. Da brauchst du kein magisches Zelda-Item für. Pfeil und Bogen gibt's auch an echt. Bumerang gibt's auch an echt. Ich glaube, ich bin schlecht im Bumerang. Der Kreisel? Der Kreisel wäre cool. Wäre halt cool, wenn du den einfach so auf dem Boden benutzen könntest, auf dem so ja, fahren könntest. Ja, weil ansonsten bräuchtest du ja auch diese Zahnradschienen quasi, mit denen du rumfliegst. Und wenn es die nicht gibt, dann nützt dir der Kreisel ja auch nichts. Ja. Du hast so mit Sicherheit noch besser im Kopf, also so alles für ja, es gibt halt ganz viel, aber es ist gibt. Das meiste davon ist unnütz. Der Käfer aus Skyward Sword wäre vielleicht hier und da auch mal nützlich, im Sinne von, oh, ich habe irgendwo da oben was hingeworfen, dann kann ich es mir jetzt holen, aber wie oft kommt das vor? Vielleicht die blaue Robe, um unter Wasser atmen zu können, oder die rote, um in Vulkanus in den Vulkanus, ja. Du kannst ins Erdinnere laufen, ja. Stell dir mal vor. Nee, ich glaube, auf Lava kannst du trotzdem nicht laufen mit dem Ding. Nee, das stimmt, das geht nicht. Aber du kannst in einen Vulkan reinklettern und ganz nah ran. Ja, ja, also heiße Luft tut dir nichts. Oder dich in eine Mikrowelle setzen oder so. Ja. Obwohl das ein Strahlen ist. Ja, genau, das ist wieder was anderes. Naja. Auf jeden Fall wäre es nützlich, wenn du irgendwie in einem Schmelzofen arbeitest. Ja, das ist auf jeden Fall. Oder an einem, ja. Wahrscheinlich nicht in einem. Hoffe ich mal. Außerdem bist du sicher, falls dich jemand aus Versehen in einen Sarg steckt und dich verbrennen will. Also kann ja passieren. Ja. Das ist ein sehr realistisches Szenario. Ansonsten gab es irgendwas, womit man sich teleportieren könnte oder so? Naja, auch mit der Ocarina, aber da brauchst du auch die speziellen Songs für. Ja, aber auch muss man halt überall die Eulenstatuen aufstellen. Oder wo konnte man sich doch, das war noch Eulenstatuen. In Majora's Mask ja und in Ocarina of Time bist du halt, du konntest dich halt quasi zu den Tempeln so teleportieren. Ja, ich glaube, es bleibt bei der Ocarina, oder? Ja, wenn möglich, wenn das als Gadget zählt, dann auf jeden Fall die Ocarina. Ja, weil ich meine, in Skyward Sword gibt es zum Beispiel noch so einen Blasebalg, aber ich meine, warum? Pusten kann ich auch. Ja, die Ocarina kann halt am meisten, die ist auch am vielseitigsten. Ja, und fucking Zeit kontrollieren, Alter. Ja. Wetter ändern. Ja. Ja, ich meine, es gibt auch noch... Mit dem Start der Jahreszeiten könntest du die Jahreszeiten ändern, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht so gut für das Klima und so. Ja. Ich meine, ich hätte jetzt schon Bock, irgendwie jetzt wieder Frühling zu haben, aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ich würde einfach die Jahreszeiten so weiter vorlaufen lassen, bis Trump wieder abdanken muss. Ja, ich glaube, das geht auch wieder nicht mit den Jahren. Die Jahreszeiten ändern sich zwar, aber es ist halt nur das Wetter, was ich... Wieder Ocarina of Time. Ja. Verdammt, also wir bleiben dabei. Ja, ich will Ocarina gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Azur möchte wissen, was ist unsere liebste Rasse in Zelda? Ich glaube, ich finde die Goronen ziemlich cool. Die sind friedlich, gechillt. Mhm. Die sind ja auch ein stolzes Volk, aber dann doch sehr herzlich, wenn sie einem einmal ins Herz geschlossen haben, dann sind sie wie Brüder zu einem. Ja, und ich glaube, Goronen sind cool. Ich mag Goronen auch, vom Wesen her, vom Typen her. Ja. Nicht irgendwie, die sind chillig. Mit denen würde ich direkt sagen, hey, yo, Bro. Ja. Dann ich gut mit denen verstehen. Genau, ich muss sagen, Zoras finde ich aber auch ganz cool. Ja, ich meine, weil die sind halt. Zoras haben eine coole Rockband. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich möchte ich nicht die Ocarina haben, sondern die Gitarre. Wenn ich dieselben Songs damit auch spielen kann, auch die Ocarina of Time und so, dann würde ich lieber die Gitarre haben. Die ist halt cooler. Aber ansonsten, ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Zora sind... Ja, aber ich glaube... Außerdem, ganz ehrlich, ich denke mir... Man hat ja schon ganz gerne Sex, ne? Ja. Und... Aber Zora, sind so fischmäßig. Hast du mal weibliche Goronen gesehen? Bewusst, ich nicht. Und wenn es sie gibt, glaubst du findest du sie dann attraktiv automatisch? Das als Goron vielleicht schon. Also ich meine, okay, man würde wahrscheinlich auch seine Geschlechtsteile dann nicht vermissen, aber... Ja. Stell vor, mir ist gerade was ganz Dummes in den Kopf geschlagen. Jetzt einfach als Witz sagen, ja okay, wenn es um Sex geht, wäre ich gerne Kokiri.
Da gibt es wahrscheinlich schon leider einige Leute, aber die hätten dann auch gerne einen schönen Keller. Oh Gott. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, keine Ahnung, ich mag Blau, deswegen wahrscheinlich würde ich eher auf Zora stehen als auf weibliche Goronen. Ja, ich glaube, ich würde auf beides nicht so stehen. Für mich sind Zoras so die lustigerweise die elfenmäßigsten, weil die halt so grazil sind und keine Ahnung was. Und ich bin jetzt nicht so der große Elfenfan. Nee, ich auch nicht, aber Zoras können halt gut schwimmen. Toll. Ja, aber ich glaube, ich sag auch, Goronen sind am coolsten. Ich meine, es gibt ja darüber hinaus noch ein paar weniger bekanntere Rassen. Ich finde, die Hutus sind auch cool. Oder nicht Hutus. Ich sage immer Hutus, aber die heißen Orni. Orni. Orni, das sind die aus Wind Waker, die Vogel. Ah, ja, ja. Ja, die sind auch cool. Ja, die finde ich auch ziemlich cool zum Beispiel. Ich mag auch die Minich. Finde ich auch ganz lustig. Die nächste Frage wollen wir dann. Genau. Schattenlenk, nicht Link, Schattenlenk fragt, wenn ihr in der Zelda-Welt leben könntet, in welchen Teil würdest du gerne leben und welche Rasse würdest du am liebsten angehören? Ich kann direkt schon mal sagen, da wir eben sowieso schon beim Thema Sex waren, ich wäre gerne ein Gerudo, explizit ein männlicher Gerudo, weil die werden nur alle 100 Jahre geboren und ansonsten sind dann nur Frauen. Außerdem habe ich einen kleinen Faible für rothaarige Frauen. Insofern passt das alles perfekt zusammen. Allerdings würde ich nicht gerne in der Wüste leben, sondern lieber am Hylia-See oder so. Aber ich glaube, da hast du dann nicht so die Auswahl. Nee, ich bin doch dann auch der Anführer, glaube ich, oder? Gandalf war ja auch der Anführer der Gerudos. Also würde ich einfach sagen, Leute, Wüste stinkt. Lasst uns mal bitte den Lake Hylia einnehmen. Es ist nur die Frage, inwiefern das Hylianische Königreich zulässt, weil ich meine, wir sind halt Diebe, wir plündern und weiß nicht, kann sein, dass den Hylianern das nicht so passt und dann kommt die Royal Guard und dann haben wir damit Probleme. Aber ich meine, auch gut ist, die Gerudos sind alle Badass und ich mag Badass, also im Sinne von, ich mag starke Frauen. Also passt alles perfekt. Man könnte wahrscheinlich auch ziemlich überwältigt werden, relativ schnell. Wenn ein ganzer Clan von Frauen und du bist der einzige Mann. Ja, irgendwann bist du vielleicht auch mal ganz wund. Ja, aber ich glaube sowieso, wenn du da erzogen wirst, lernst du auf jeden Fall Frauen zu respektieren. Ich meine, du wirst von Frauen großgezogen. Du hast nur Frauen um dich herum. Aber wenn du Frauen nicht respektierst, ist irgendwas falsch mit dir. Dann musst du irgendwie auf den Kopf gefallen sein. Also ich meine, musst du auch so, aber in dem Fall ja dann nochmal mehr. Also selber würde ich nicht unbedingt ein Goron sein. Ich würde mich gerne mit denen anfreunden, aber ich würde dann eher in der Welt von Wind Waker leben. Mhm. Okay, ist jetzt viel Wasser und so, aber dann wäre ich einer, was hast du eben nochmal gesagt, diese Vogel... Orni. Orni, oder... Ja. Ihr werdet schon wissen, was ihr meint. Weil du so gerne Postbote wärst. Nee, das nicht, aber fliegen können. Ja, ist doch cool. Und die sind ja eigentlich auch ganz nett und so. Dann würde ich immer irgendwie irgendwo hinfliegen. Und wo wir beim Thema Sex waren, du kannst schnäbeln. Oh. Ja, also ich meine, ich würde jetzt davon ausgehen, dass wenn ich sowas wäre, würde ich es nicht vermissen. Ist halt die Frage, wie viel Mensch die noch sind. Ja. Ich glaub, oder was heißt noch, also ja. ob die zwischen den Beinen Mensch genug sind oder nicht, oder ob sie halt nur wie Vögel oder halt vorher Fische, weil die stammen ja von den Sora ab, einen Ausgang haben untenrum und das war alles. Ich wollte gerade auch sagen nochmal, meine unsexuelle Antwort wäre tatsächlich auch Sora gewesen, aber dann ist mir klar geworden, dass die halt wirklich wahrscheinlich auf Eier ejakulieren und da habe ich mir gedacht so. Oh ja! Oh! Ja, ich meine, bei denen ist quasi Bukake so die übliche Sexpraktik. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Damit ist meine nicht sexuelle Antwort doch sexuell geworden. Verdammt. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, ich weiß nicht, ich werde ganz langweilig. Wahrscheinlich Hylianer. Oh, das wäre mir echt langweilig. Ja, ich weiß. Aber ansonsten halt auch Orni fliegen können wäre cool, ja. Oder halt diese Vogelwesen aus... Ja. Ich meine, ich habe zwar so gewissen Dings Höhenangst, aber ich hätte sie lieber nicht, das hätte ich dann ja wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Und ich weiß nicht, Wasser ist so. Im Wasser, ich halte das Wasser immer noch viel gefährlicher, als fliegen zu können. Ja. Und ja, ich glaube, Wasser ist halt auch das. so unbekannt, weil du nicht weit sehen kannst und Ja, so. genau, und Und da können halt immer Tiefen. irgendwelche Riesenfische, keine Ahnung, was Ja, sein. das stimmt. Vielleicht, genau, vielleicht wäre ich ja gerne hier Lord Yabu Ja, einfach nur ein Riesenfisch in diesem Yabu, kleinen, ich würde es ja nicht mal wirklich See nennen, der ein Riesenfisch. sehr tiefer Teich. Ja, so ein Tümpel halt. Oh Mann. Okay, nächste Frage. Von Stahl vors Kind, nicht Kit. Das ist irgendwie verwirrend für mich. Stahl vors Kind möchte wissen, welcher Nebencharakter sollte Link auf seinem Abenteuer begleiten und die Rolle des Begleiters einnehmen? Also irgendein Charakter, der Link bislang nicht begleitet hat, sondern der halt einfach nur da irgendwo rumstand und was gemacht hat oder so. Und jetzt wäre Links neuer Begleiter. Ich habe tatsächlich eine sehr lustige Antwort. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Antwort, weil mir die Nebencharaktere und so alle nicht so im Kopf hängen geblieben sind. Also ich muss sagen, zunächst einmal fände ich es lustig, wenn Tingle dein Begleiter wäre. Und dann könnte er halt auch, der würde die ganze Zeit halt rumfliegen über dir drüber und du könntest halt Gegner mit Bomben bewerfen und teilweise könnte er vielleicht auch Dinge für dich heranholen und so. Aber immer wenn er was für dich machen soll, musst du ihm erstmal Rubine bezahlen. Ja. Aber das hast du dann ja so ähnlich schon mit dem Multiplayer-Modus Ja, genau. in Wind Waker. Nee, aber meine ernsthafte Antwort ist, Scalebound ist ja jetzt eingestellt worden, leider. Warum nicht also der Drache aus The Wind Waker? Da gab es einen Drachen. Ich habe Der auf gar dem keinen Berg Drachen sitzt, mehr. wo man sich auch an dem Schwanz dran schwängelt beim Endgegner. Ah Schwingt man ihn. ja. Ja, doch. Und Also, der ich kann meine, Drachen Feuerspucken und fand ich immer so. schon Der wäre halt cool. nützlich, der wäre Du cool. könntest auf dem fliegen, Ja, ja. das wäre doch mega Ja, nice. doch. Den hatte ich gar nicht mehr im Kopf, aber stimmt. Quasi, dann wird, jetzt wo Scalebound eingestellt ist, wird daraus halt The Legend of Scalebound Ja, oder ja. Scalebound Zelda. Ja. Also Scale Zelda. Zelda Bound. Links Scaly Ja, ich fände das cool. Das fände ich tatsächlich lustig und interessant. Von mir Waking. aus auch wieder in dem Wind Waker Artstyle. Also hätte ich auch kein Ja. Problem. Ja, überhaupt nicht. Das ist Ich ziemlich. mag Cell-Shading ganz Ja, gerne. ich fände das sehr lustig. Wenn du wirklich wieder so ein Luftreich erkunden würdest, am besten noch, halt wie in halt Skyward Sword, nur halt in besser, also mit vielen Inseln, wo auch wirklich was los Ja. ist. Und dann würdest du halt auf deinem Drachen rumfliegen können. Das wär mega nice. Ja, das finde ich auch gut. Das wäre cool. Und wie gesagt, ich mag Drachen. Ja, wer mag Drachen nicht? Ganz ehrlich. Es gibt mit Sicherheit Leute, die Echsen Ja. und so nicht so cool finden. Ja, aber ich glaube, selbst Leute, die Echsen nicht besonders cool finden, finden Drachen cool. Ich Oder? weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Drachen nicht cool findet, warum das so Dann ist. komme ich und beleidige euch. Genau. Die nächste Frage kommt von Manuel Heck. Ist auch ja sein Name. Manu Heck. Wahrscheinlich. UE. Ü. Ich sage jetzt einfach mal Manu Heck. Falls ich eure Namen ausspreche, es tut mir leid, schreibt mir in die Kommentare in Wortschrift, wie ich sie aussprechen soll. Ich werde es wahrscheinlich dann das nächste Mal nicht wissen, aber dann weiß ich zumindest, dass ich was falsch Für gemacht ein habe. paar Sekunden weiß es. Ja. Wenn ihr einen Monat lang mit einem Nebencharakter aus Zelda auf einer einsamen Insel leben müsstet, welcher wäre das? Was ist die hübscheste Frau? Ich wollte auch direkt sagen, ich meine, wenn du auf einer einsamen Insel mit einer einzelnen Person bist. Aber die hübscheste Frau mit einem guten Charakter. Ich habe Wenn es tatsächlich jetzt auch, irgendeine. das war auch tatsächlich mein erster Engel und da dachte ich so, warum nicht einfach in Twilight Princess gibt es ja diesen Angelteich und da ist ja eine, mit der du da angeln gehst. Und die kann ja wahrscheinlich dann auch gut angeln. Ja. Und das wäre ja auch noch praktisch, weil ich meine, man ist auf einer einsamen Insel Kann gut angeln, die kann. und dann angel ich mir sie und dann ist alles gut. Ja. Dann kann das auch länger als einen Monat sein. Also Kommt auf die Insel sagen wir einfach an, mal, ja, wenn die Insel passt, dann sagen wir einfach mal so, bis Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist, bleibe ich auf dieser ne? Insel Mit der Angelfrau. mit der Angelfrau. Ja. Also vielleicht ja der Rest meines Lebens, je nachdem, wie das sich entwickelt. Ja. Weiß ja nicht, ja, glaube ich nicht, aber. Ja, Und nee. ansonsten würde ich mir wahrscheinlich irgendeinen Goron suchen. Ja, cool. Also wenn es auch das wieder die Frage Dem einfach entsexualisieren, dann würde ich auch sagen, Gerone. ja, einfach rumchillen. Aber man hat Bedürfnisse. Letztlich ist die Frage immer sexuell. Letztens suchst du dir auch bei dem dann doch. Oh Gott. Oh Gott, Ah. ja. Ja, nee, ich bleibe bei der Angeltussi. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber die war nett. Ich meine, die ist auch ganz gechillt, weil ich meine, die angelt halt und die sitzt auf dem Boot und man konnte Stunden mit der auf dem Boot sitzen bleiben, ohne dass sie sich beschwert hat. Ja.
Ja, ich meine ganz ehrlich, wenn du auf so einer einsamen Insel mit einer anderen Person bist, die muss schon irgendwie, mit der muss man klarkommen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, da die muss auch... Aber ich hätte auch niemanden, auf niemanden Lust, der gar nicht mit dir redet, so. Nee, die redet ja schon mit dir. Ich denke schon, dass man mit der auch gut... Die hat ja auch so ein, die hat auch so ein Murmel-Minispiel, weiß ich. Also ist sie, vielleicht ist sie auch kreativ und entwickelt da auf der Insel noch so, ja, Zeitbeschäftigung. Der Tingle könnte auch praktisch sein, weil der falls irgendwie... Also, wenn man jetzt gestrandet wäre... Doch eher ein Orni oder ein Zora. Ja, könnte halt Hilfe holen. Ja. Ich meine, das wäre so ein bisschen gecheatet. Wir müssen ja für einen Monat da bleiben. Das stimmt. Insofern, ja, dann wärst du... Dann, ja. Ich bleib bei meiner Angelfrau. Wie auch immer sie heißt. Das würde ich dann ja noch herausfinden. Ja. Ich würde ja am ehesten sagen, ist leider kein Nebencharakter, würde ich am ehesten sagen, Zelda dem Skyward Sword. Skyward Sword. Glaubst du nicht, dass sie ein bisschen jung für dich ist? Ich habe ja keine Ahnung, wie alt die ist. Die kommt mir so vor wie 14 oder 15. Oder meinst so. Du? Ja, ich wäre jetzt davon ausgegangen, eher, dass sie auch schon so 17, 18 sind. Ich meine, wäre jetzt immer noch jung, aber... Auf der einsamen Insel gibt es keine Regel. Ja, ich meine, 18 wäre immer legal. Ja, das stimmt. Also kommt auf der einsamen Insel, weiß ich ja nicht, was da für Rechte gelten. Ja, aber Amerika, die kommen ja halt wenigstens... In Amerika, wenn die Insel zum amerikanischen Königreich, wollte ich gerade sagen, also wenn sie staatlich zu Amerika gehört, müsste sie 21 sein. Die kam mir wenigstens vom Charakter her auch ganz cool vor. Ja, so. Ist sie auch. Ich mag die Zelda auch sehr gerne. Soul Ducky möchte wissen, Kraft, Weisheit oder Mut? Wofür würdet ihr euch entscheiden und wieso? Boah. Und was würdest du nehmen? Ich weiß es sofort. Also auf jeden Fall nicht Kraft. Nö, das ist langweilig. Das ist das Langweiligste. Ich würde sagen, halt Weisheit. Ja, ganz klar Weisheit. Ich weiß nicht, also okay, ich würde auch, wenn, dann noch Kraft über Mut, weil das bringt, also... Ja, was bringt dir Mut, wenn du nicht kräftig und nicht weise bist? Ja, und wenn dann du weise... Du nicht, dann sprichst, dann hast du den Mut, das zu sagen, ja, was zu sagen, aber du hast nichts zu sagen. Und du hast den Mut, etwas zu bewegen, aber du kannst nichts bewegen. Ja, wenn du weise bist, dann brauchst du ja den Mut nicht mehr, weil dann weißt du, ob du etwas schaffen kannst oder nicht. Ja. Und wenn du es nicht schaffst, dann lässt es einfach sein. Das Ding ist allerdings, es gibt sehr viele weise Leute, die, also das größte Problem ist ja, dumme Leute haben kaum Selbstzweifel. Leute, die einen hohen IQ haben und Weisheit haben. Ja, die denken sich ja auch mal eher so, na, nee. Die zweifeln halt viel mehr. Also auch an sich selber. Ja. Und, das ist halt das Problem. Also okay, wenn du glücklich sein willst, wahrscheinlich einfach nur Kraft. Also wenn es wirklich darum geht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist auf jeden Fall Weisheit und Mut die Kombination, die du brauchst. Ja. Also da brauchst du auch Mut für. Aber ich würde mich auf jeden Fall auf Anhieb für Weisheit entscheiden. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Der Kommunist möchte wissen, was haltet ihr eigentlich davon, dass diese Kommerzialisierung, weil die kleinen Rubinen und so weiter, war ein Spaß. Das ist nicht seine Frage. Ja, aber es ist auch nicht Kommunist, sondern Kommunist. Ja, stimmt. Welche Spielwelt würdet ihr am liebsten mal im Real Life besuchen? Also, welche Version von Hyrule, beziehungsweise es gibt ja auch Welten, die nicht Hyrule sind. Ja, da würde ich halt wahrscheinlich bei dem bleiben, wo ich auch sagen Wind würde, Waker, wo ich... Also, ja, das Wind Meer. Waker. So eine Kreuzfahrt da machen quasi? Ja, ja, genau. Ich finde so, ansonsten finde ich die Welt halt eigentlich eher langweilig. Also für mich hat Hyrule jetzt nie irgendwie so was Exotisches, Ausgefallenes gegeben. Ja, das stimmt. Ist halt eine Standardwelt, ja, mehr oder weniger. Ja, du hast einen Wald, einen Berg, ja, der auch noch ein Vulkan ist. Ja, nichts, was es hier nicht auch gibt. Nee. Und da hast du halt irgendwie so Insel, wo du dann halt verschiedene Völker hast, halt natürlich auch Berge und so, aber das stelle ich mir irgendwie noch am interessantesten vor. Ja, ich glaube, ich würde mich da anschließen. Oder halt, das also wenn es cooler wäre und da mehr wäre, dann fände ich tatsächlich das Luftreich aus Skyward Sword cooler. Aber da ist halt nichts. Ja. Bei mir wäre es dann halt so quasi das Luftreich aus Skies of Acadia. Da fliegst du halt auch. Da hast Piraten halt so ein paar fliegende Steinbrocken. Ja, da ist halt nichts, wie gesagt. Hast halt diese eine Hauptinsel und ansonsten nur noch so eine, wo du irgendwie dir eine Suppe besorgen kannst. Ein Dojo. Und das war's fast schon. Ist halt zu wenig. Ja. Also von daher ja auch der Ozean aus Wind Waker.
aber wirklich nur besuchen. Ich würde da nicht leben wollen. Du ja offenbar schon. Nee. Also, wenn ich jetzt in der Zelda-Welt leben wollen würde, dann trotzdem da, weil wenn ich so ein Vogelfieh wäre, dann, wie gesagt, wäre mir die Entfernung zwischen den Inseln eher egal, weil ich halt einfach fliegen kann und so. Ja. Außerdem bist du ja der motherfucking Postbote, du kommst halt eh rum. Ja, ich bin eh der Boss. Ich glaube, die sind wirklich alle Postboten da auf der Insel. Das könnte sein. Ja, die sind halt da. Das ist ja auch so ein Post-Office. Also das ist ja auch so ein Post-Office da, die ganze Insel quasi. Ja. Haben die ja da drin. Nächste Frage von Wieland, würde ich jetzt mal sagen, spricht man das aus? Wieland. Oder Wieland. 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 Y ist immer so ein großes Mysterium. Ja. Wieland. Ich sag mal Wieland, weil es so schön Wieland ist. Und ich glaube, dieses so englisch-aussprachsmäßige ist ja eh so im Internet ganz welche viel. Maske aus Majora's Mask hätten wir gerne und warum? Auch wenn es keine wirkliche Maske ist, aber darunter zählt, ich meine, es ist im selben Menü, würde ich wahrscheinlich die Hasenohren nehmen. Bist halt schnell unterwegs und so. Ich meine, das war so eine Frage, wo wir vorher schon mal überlegt hatten, so. Eigentlich natürlich in Sora oder ich würde mich wahrscheinlich, weil ich bin jetzt nicht so der, also ich schwimme gerne und so, aber ich bin jetzt nicht so der Fan von tiefen Gewässern. Ich weiß nicht, so aufs Meer weit rausschwimmen bin ich nicht so der Fan von. Aber das bin ich auch nicht, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da nicht so mobil bin. Also wenn ich ein Sora wäre, wäre das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes. Und ich glaube, die können auch unter Wasser gucken. Also ich meine, du hast auch nicht dieses Wasser in den Augen Problem. Ja, aber selbst trotzdem ab einem gewissen Tiefe ja, kommt da einfach nicht mehr so viel Licht hin. Das ist wahr. Aber wir haben uns halt gedacht, es sieht nie so besonders gemütlich aus, wie Link sich verwandelt. Ja, also das sieht sehr nach Schmerzen aus. Ja, das Schmerzen, Horror, keine Ahnung. Also er freut sich nicht so, keine Ahnung. Von daher Hasenohren, die werden praktisch. Kann man morgens auch mal ein bisschen zu spät aus dem Haus kommen. Das stimmt. Ich würde die Maske nehmen, die einen unsichtbar macht. Würde sie die ganze Zeit spannen gehen. Überall. Das habe ich nicht gesagt. Das kannst du dir zudenken. Nö, ich glaube, ich würde es eher nutzen, um Banken auszurauben oder sowas. Du Arschloch. ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wirklich, wirklich wissen, was ich damit anfangen würde, wüsste ich noch gar nicht. Aber ich meine, die allermeisten Masken aus Majora's Mask haben halt eine richtig dumme Funktion. Also, ja, die Leute halten dich für jemand anderen oder. Ja, ich meine, wenn ich irgendwie auf Trüffel stehen würde, dann würde ich vielleicht noch sagen, diese komische Maske, mit der man so seine Schweinsnase hast und Trüffel riechen kann, also die Pilze aufspüren kann, aber ne, tue ich nicht. Ich brauche keine Maske. Aber mit Trüffel kannst du sau viel Kohle verdienen, Mann. Das stimmt. Trüffel kann aber mit Bankausrauben auch. Ja, aber das ist illegal. Ja und? Aber ich bin unsichtbar. Dann würde ich davon wissen, dass du das machst, würde ich dich verprügeln, bevor du die Maske aufsetzt. Selbst wenn du sie dann aufgesetzt hast, weiß ich ja immer noch, wo du bist. Du stinkst bis zum Himmel. Stimmt. So, letztlich über den Geruch. Also, über den Geruch werde ich überführt. Ja, dann hole ich mir doch nicht die Hasenohren, sondern die Schweinemaske. Ja. Und dann spüre ich dich auf, nehme dir dein Geld ab und verprügel dich. Tatsächlich würde ich mich jetzt, wo ich drüber nachdenke, würde ich tatsächlich die Trüffelmaske nehmen. Ja, siehst du? Weil ich meine, was würde ich wirklich machen, wenn ich unsichtbar wäre? Was würde ich wirklich machen? Ich glaube schon irgendwie Leute beobachten letztlich. Also jetzt nicht unbedingt, ich meine damit nicht unbedingt spannen, sondern... Ja, aber was, also toll, dann wirst du Spion. Ja, genau, Spion. Ich würde dann zum Beispiel irgendwie hinter Donald Trump herlaufen und gucken, was er so alles anstellt und dann irgendwie mit meiner auch unsichtbaren Kamera alles filmen. Und an WikiLeaks schicken oder so. Ja, ich meine, die Riesenmaske wäre auch eventuell noch ganz cool, aber musst halt also bist halt riesig. Alles kaputt, ja, genau, bist halt riesig. Und dann? Also du kommst schneller schneller von A nach B. Aber du trampelst halt auf dem Weg auch alles kaputt. Ja. Ist auch nicht so toll. Macht man sich nicht so beliebt. Nee, wahrscheinlich nicht. Kannst bei Attack on Titan mitspielen. Beim Real-Film. Dafür ist die Maske gut. Ja. Oder wir holen uns einfach diese Tanzmaske, damit wir unsere Mad Dance. Oh nee, diese Tanz. Und dann kommt auch noch immer diese komische Musik. Oh.
Das war schrecklich. Ja. Oh Mann. Nee, ich glaube, ich nehme die Trüffelmaske. Ja. Obwohl, also ich meine, ich kann sie ja jederzeit ausziehen, weil so verstärkter Geruchssinn kann je nach Situation auch echt ätzend sein. Prinz Zuko möchte wissen. Ach, hallo an einen Avatar-Fan, glaube ich, müsste er sein. Von welchem Zelda-Titel hättet ihr gerne eine Fortsetzung im Stile von A Link to the Past und A Link Between Worlds? Also von A Link Between Worlds in Bezug auf A Link to the Past. Das ist halt quasi so ein Callback-Zelda ist, wo man dieselbe Spielwelt nochmal erkundet und alles so ein bisschen auf Nostalgie ausgelegt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, von keinem. Ich mag es an Zelda-Spielen sehr gerne, dass die alle irgendwie ihr eigenes Ding sind und dass man eine neue Spielwelt erkundet. Und ich möchte neue Ideen haben und nicht irgendwie dieselbe Spielwelt nochmal erkunden. Sonst würde ich halt die alten nochmal spielen. Also wenn, dann allerhöchstens halt so, dass man irgendwie eine Spielwelt nimmt und sie komplett verändert. Ja. Also wenn du jetzt, ich meine, letztlich ist ja hier die Spielwelt von Breath of the Wild ja ein Stück weit Hyrule, wie man es kennt, nur halt zerstört irgendwie so. Also natürlich ist die Spielwelt auch nochmal größer und anders aufgebaut, aber man trifft ja auf, oder man stößt ja auf die Überreste vom Markt aus Ocarina of Time oder solche Sachen. Das ist ja ganz cool, aber ich brauche kein Zelda, was so komplett eins zu eins dieselbe Spielwelt hat, fast schon. Am ehesten wahrscheinlich sogar noch Majora's Mask. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Das ist am interessantesten. Allgemein ist so das Zelda, was halt am einzigartigsten ist und wo man mit einer Fortsetzung auch nochmal ein Zelda hätte, was halt nicht einfach nur ein Zelda ist, was dieselbe Spielwelt hätte, sondern du hättest dann wahrscheinlich auch wieder dieses Maskending. Ja, genau. Eventuell auch das mit der Zeit wieder, aber auf jeden Fall das mit den Masken. Und das wäre halt cool. Von daher am ehesten das, aber eher gar nicht. Colio Gray. Coolio Gray. Würde ich jetzt mal. Coolio Gray. Ja, Coolio Gray. Möchte wissen, wie viele Endkämpfe in The Legend of Zelda findet ihr herausragend? Das fand ich eine sehr seltsam formulierte Frage. Soll ich jetzt mit 5 antworten? Oder 10? Ich würde eher sagen, wir gehen doch lieber mal über die Bosse, die wir besonders cool fanden, statt irgendwie jetzt einfach eine Zahl in den Raum zu werfen, oder? Was für Bosse fandst du besonders cool? Ich fand den Endboss von Majora's Mask ziemlich cool, halt die Maske. Mit den verschiedenen Phasen. Also ich glaube, es sind wirklich 5 verschiedene Phasen oder so. Ich glaube, es sind nur 3, vielleicht 4. Aber auf jeden Fall verschiedene Phasen und ist halt tierisch abgedreht. Auch die Musik ändert sich von Phase zu Phase und die Bewegung, das Aussehen und alles ist schon sehr cool. Dann, auch wenn es kein Endgegner ist, sondern ein Zwischengegner. Ja, ich glaube, also du meinst, ich würde mit Endboss jetzt auch die Zwischengegner einziehen. Finde ich auch noch den diese Ritter im Wüstentempel in Ocarina of Time super cool. Die haben mir richtig viel Spaß gemacht, weil das halt auch ein Gegner war. Oh, da hast du gemerkt, der verliert Teile von seiner Rüstung und so und wird dann halt immer schneller. Und also du merkst, dass du ihn verwundest und du merkst, dass es aber jetzt nicht unbedingt ein Vorteil ist, dass du ihn verwundest, weil er halt schwerer wird, indem er schneller wird. Ja, das fand ich auch sehr cool. Das hat echt Spaß gemacht. Und dann, dass du ihn auch noch als großer und kleiner Link bekämpfst. Und ich glaube, als kleiner war es auch noch ein bisschen schwerer. Ja, auf jeden Fall. Du machst halt weniger Schaden. Ja. So. Ja, den fand ich auch sehr cool. Ich muss sagen, von der Inszenierung sind sehr viele Zelda-Bosse cool. Auch Twilight Princess hat von der Inszenierung her sehr coole Bosse. Die sind halt nur alle so einfach, dass es halt der Kampf selber ein Witz ist. Aber da fand ich zum Beispiel den Gegner von der Idee her noch cool, wo man mit dem Kreisel rumspringen muss. Weißt du, dieses Skelett? Ich habe den leider nicht mehr so ganz im Kopf. Du hast halt erst so quasi so ein Skelett, was in der Mitte ist und du musst halt quasi zu dem hinkommen. Und da sind halt ganz viele so Skelettkrieger drumherum und du musst den so ausweichen und mit dem Kreisel quasi in die Mitte kommen. Und danach bist du halt in so einem Runddings und musst halt so hin und her springen und quasi beim Springen den erwischen. Und der war ganz cool, aber ich glaube... Ich habe auch noch den wahrscheinlich auch cool, weil ich weiß nicht mal, ob ich es selber gespielt habe, ob ich da einen Kumpel... War das noch vor oder nach dem Dings, wo ich aufgehört habe? Nämlich? Das war davor. Also das war ja in dem Tempel, wo man den Kreisel halt bekommen hat. Also in dem Wüstentempel. Das war echt vor dem Schneeding? Ja. Krass. Ja, dann habe ich ihn sogar selber gespielt. Schneeding kommt danach.
dann habe ich, ich dachte, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das Spiel doch so weit gespielt habe. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass mir der Kreisel super viel Spaß gemacht hat. Ja, ich würde sagen, also es ist echt schwer, sich auf einen Boss festzulegen, weil es gibt so viele. Es gibt halt einen mega geilen Boss in Skyward Sword. Das ist so ein, sagen wir mal, keine Ahnung, so eine Mechanik, also so robotermäßig, so ein mehrarmiges, goldenes, so chinesisch anmutendes Vieh mit Schwertern in der Hand. Also so ein Gottesbild quasi, so wie so eine aggressive Buddha-Statue. Ich kann mir schon was vorstellen. Und du musst... Aber wahrscheinlich eher wie so eine Shiva, oder? Also so, ja. Ich meine, so, wenn du mehrarmig sagst... Ja, also vier Arme hat das Ding, glaube ich. Ja. Und jetzt hat er halt auch so riesige Schwerter, mit denen es so zuschlägt. Ja. Und du musst dem Teil diese Schwerter mit der Peitsche quasi so, oder die Arme, glaube ich, waren es, abziehen. Und dann kannst du das Schwert, diese Schwerter nehmen und den Boss damit verprügeln. Das ist so geil und so befriedigend und das ist so ein cooler Kampf. Der ist richtig, richtig cool. Den fand ich sehr, sehr geil. Ich muss aber auch sagen, dass ich in Ocarina of Time auch schon einige Bosskämpfe cool fand. Mhm. Zum Beispiel, ich meine, so von der Inszenierung war auf jeden Fall zum Beispiel auch Schattenlink ziemlich cool. So, dass der, eben, den mochte ich nie, ganz ehrlich. Aber der Kampf selber ist halt nicht cool. Aber so diese Inszenierung, dass der auf einmal so dasteht und denkst so, what? Was? Ja, das fand ich cool. Das schon. Aber ja, der Kampf selber, aber für mich gehört cool. Also bei einem Bosskampf halt ja, ein cooler Kampf dazu. Das war es dann. Nee, das war es auf jeden Fall nicht. Ich fand aber, ich glaube, von den Kämpfen her fand ich in Ocarina of Time die Hexen am coolsten, wo du die Zauber. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass sie super lustig waren, weil die hatten ja auch zwei Phasen und dann besiegst du halt die erste, dann fusionieren die auf einmal, dann steht da noch irgendwie so sexy so als Hexi. Ja, sexy Hexi. Ja. Das war schon cool. Also, das war ja lustig. Und ich mag die Bosse von Wind Waker eigentlich auch sehr gerne. Halt der eine, wo man quasi über den drüber schwingen muss, wo ich eben schon von erzählt habe, mit dem Drachen. War das nicht ein Wurm oder so? Oder so eher so Skorpion-mäßig, aber wie man das zu scheren. Es war irgendwie was Käfermäßiges. Ja. Weißt du, was Ameisenlöwen-mäßiges ist? Ja, irgendwie sowas. Also hat schon nochmal so ein eigenes Design, aber irgendwie sowas in diese Richtung war das. Ich fand aber auch Mulgera sehr cool, hieß der Boss. Das war wurmmäßig, so ein Sandwurm. Und ich muss sagen, da finde ich am coolsten die Musik. Die Musik von diesem Endgegner. Wobei, so bei welchem Teil? Wind Waker. Mulgera. Die Musik geht irgendwie so. Und das ist halt, was coolste an den ganzen Spiel ist halt so eine, dass einfach im Hintergrund dann die ganze Zeit so Drums sind. So. Okay. Das ist mega geil, das Lied. Ich muss dir das gleich mal vorspielen. Habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Also Wind Waker habe ich ja auch durchgespielt, aber die habe ich jetzt echt gar nicht mehr im Kopf. Muss ich echt mal durchspielen. Muss ich dir gleich mal vorspielen. Ne, vor allem den Boss habe ich halt selber nicht mehr im Kopf. Ja. Ich, keine Ahnung, es gibt so viele coole Bosse. Ich finde einige schon ziemlich viele coole. Ich fand auch bei den Ganondorf, beziehungsweise dann noch Ganon in Ocarina of Time am Ende ziemlich cool, als dass du gegen. Vor allem, weil da hast du echt so das Gefühl, dann so gegen einen Dämon zu kämpfen. Weißt du, die ganze Zeit so die menschliche Hülle und am Ende kommt halt dieser fette Dämon, der mit Hörnern und so, wie halt auch noch so ein klassischerer Dämon eben. Ja. An und du den halt noch verprügeln kannst, und das fand ich ziemlich cool. Dann auch Zelda, die dir in dem Kampf hilft. Ja, der Kampf war cool. Ja. Ich glaube, ich habe immer noch mein liebster Endgegner-Kampf in Zelda-Spielen, also wirklich letzter Endgegner-Kampf. Mhm. Wobei der in Wind Waker auch ganz cool war. Da musstest du ja dann auch mit Zelda zusammenarbeiten und hier quasi den Lichtpfeil von ihr auf Ganondorf reflektieren. Ja. So was du so, also du hast ja noch so die Musik im Kopf teilweise, ich habe jetzt nicht mehr von so vielen Sachen im Kopf, aber ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht sogar noch kommt oder so, aber ich glaube so meine Lieblingsmusik quasi war im Waldtempel von Ocarina of Time, weil das war irgendwie geil. So geheim, also keine Ahnung. So richtig atmosphärisch einfach. Ja, also so. Richtig, richtig cool. Die mochte ich echt sehr gerne. Ja, ist auch entspannend. Ist halt wirklich sehr, sehr, sehr sachte auch. Ist jetzt nicht so, ist keine große Melodie. Ja, aber trotzdem sondern halt ist irgendwie halt so geheimnisvoll. So, keine Ahnung. Einfach nur so und dann so. Ja, dieses, das ist schon sehr cool. Ja, cool. Richtig geil. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage von S-Corporation. Oh, das ist schon die vorletzte. Denn er möchte wissen, was ist unser liebstes Dungeon? Wüstentempel.
Da ist ein Grund, die Hexen sind ein cooler Kampf. Okay, die Zwischengegner sind ein cooler Kampf. Es ist der beste Dungeon, der halt dieses Ocarina of Time-Ding mit reinbringt, weil du als junger und als alter Link dahin musst. Bei den Rätseln weiß ich nicht mehr genau, da hast du, glaube ich, diese Lichtstrahlen teilweise, die da durchmachen muss. Also, den habe ich. Das war damals halt auch so das erste Mal, dass man so Lichträtsel hatte, glaube ich. Mhm. Den habe ich auf jeden Fall noch als sehr cool im Kopf, den ich gerne spiele. Auch wieder so eine Idee, die halt spätere Zeldas wie Wind Waker nur recycelt haben. Also ich meine, du hast in Wind Waker halt auch nochmal diese Lichträtsel gehabt und da haben sie auch wieder coole neue Sachen mitgemacht. Bei Beyond Good and Evil hast du sowas auch, ja, ganz richtig. Am Ende. Ja, genau. Das ist wahr. Also das ist aber auch, ich glaube, Ocarina of Time hat das wahrscheinlich auch als erstes gemacht damals. War auch eine coole Idee. Ne, den Tempel mag ich auch sehr gerne. Aus Ocarina of Time ist mein Lieblingstempel aber halt tatsächlich der Waldtempel. Einfach von der Atmosphäre her. Also es ist wirklich hauptsächlich die Atmosphäre. Ich finde auch diesen Gang, wo man durchgeht und der halt so getwistet ist. Genau, der ist auch ziemlich cool. Aber in Majora's Mask finde ich halt zum Beispiel den Tempel am geilsten, halt, wo man den dann einmal komplett dreht. Ja, der ist halt cool. Richtig cool. In Wind Waker, was ist da mein liebstes Dungeon? Ich würde fast sagen, die sind halt alle relativ linear in Wind Waker, glaube ich. So vom Design her fand ich den verbotenen Hain ganz cool. Das ist das zweite Dungeon, wo man, also halt quasi der Pflanzen-Dungeon, wenn man so will, der Wald-Dungeon. Aber ich glaube, mein liebster Dungeon ist der, wo man mit, also so, das sind die beiden Dungeons, wo man mit den Begleitern ist, weil die ein bisschen offener sind und man sich da ein bisschen mehr verlieren kann und so. Den fand ich ziemlich cool. Twilight Princess ist mein liebstes Dungeon, auf jeden Fall das Wüsten-Dungeon. Das fand ich von der Atmosphäre richtig cool. Das war auch der mit dem Kreisel. Das war der mit dem Kreisel, genau. Das Dungeon fand ich echt sehr geil. Und in Skyward Sword ist mein liebstes Dungeon auf jeden Fall der Dungeon, wo das mit diesem Endgegner ist. Der ist halt wirklich so in diesem chinesischen Stil und alles ganz cool und so. Und du bist halt da und kommst halt rum und du findest halt die Peitsche, was auch ein cooles neues Item ist und so. Das macht richtig Spaß. Und dann gehst du irgendwann so runter und merkst einfach, dass es in der untere Teil von dem Dungeon ist einfach so eine mega düstere Schattenwelt. Also ich meine, in der Grafik von Breath of the Wild und mit dem Gegnerdesign ist das ja nicht so wirklich bedrohlich, leider. Aber nicht es Breath gibt, of the Wild. Breath of the Twilight Wind Sword. Ja, auch immer. Ja, Arschel Marzheim. Also das Art-Design von Skyward Sword lässt halt leider nicht zu, dass irgendwas wirklich bedrohlich wirkt. Aber es gab eine Stelle, die halt ziemlich cool war, zum Beispiel, wo man so ein Seil hochklettern musste. Und ganz viele Gegner sind halt quasi auch an diesem Seil hochgeklettert und wollten nicht so runterziehen und so. Das war schon eine ziemlich coole Stelle. Also ich mag das Dungeon sehr. Aber halt auch diese Dungeons, wo mit diesen Zeitsteinen, von denen ich schon erzählt habe, mit denen gespielt wird, die sind auch ziemlich cool. Skyward Sword hat allgemein halt im späteren Verlauf sehr coole Dungeons. Bist halt auch in so einem Piratenschiff drin, da haben sie das Potenzial aber nicht ganz gut genutzt. Vielleicht gucke ich es mir nachher mal an und vielleicht spornt mich das ja doch nochmal dazu an, das Spiel weiterzuspielen. Aber eher unwahrscheinlich. Ich denke auch nicht. Die letzte Frage kommt jetzt von Atreyu 2002. Und ja, es ist weniger eine Frage als mehr eine Aufgabe. Denn er hat eben wirklich die Aufgabe für uns, dass wir unser eigenes Zelda-Dungeon zusammenstellen. Und das wollen wir jetzt zusammen, spontan, also wir haben uns nichts vorher groß überlegt, gemeinsam machen. Das Erste, was wir brauchen, ist, glaube ich, einfach erstmal ein Obersetting. Und was ich eben sagen wollte, es gab halt dieses Piratenschiff, was von der Idee her cool war, aber in der Umsetzung nicht cool wäre. Von daher fände ich es eigentlich cool, sowas nochmal zu machen, sodass man auf so einem Piratenschiff ist. Und dann sind da halt auch noch so Fluch der Karibik-mäßig, so quasi so untote Piraten oder so auf dem Schiff. Das fände ich vom Setting her ganz cool. Fällt dir sonst irgendwas Geiles an vom Setting? Ich weiß nicht, ich fände auch mal sowas Richtung Tropendschungel oder ja, so als Setting auch ganz geil, weil bisher gab es ja nur dann normale Wälder, irgendwas, was es halt so als Setting allein schon nicht gab. So ein wirklich richtig überwucherter alter so Aztekentempel oder sowas. Ja, das wäre mal ein cooler Wald. Lass uns das machen, weil das gab es noch nicht. Ja. So ein Tropen-Azteken überwucherter Tempel. Was wäre dann da eine gute Item? Ich meine, der Tempel braucht ja auch immer ein Item. Wir sollten uns vielleicht erstmal so den Grundaufbau überlegen. Eine Machete.
Ja. Ich fände es halt wirklich cool, wenn man irgendwie, also wenn halt wirklich, dadurch, dass das alles so überwuchert ist, dass man teilweise halt wegen der Überwucherung irgendwo hinkommt und teilweise wegen der Überwucherung irgendwo nicht hinkommt und man irgendwo ein Item finden würde, was halt dann dafür sorgt, dass man eben nochmal mehr irgendwie, vielleicht irgendwie, weißt du, was geil wäre? So ein Teil, wo man an Linearen oder halt so Dingern, so Ratchet und Clank-mäßig quasi so rumgleiten könnte. Also entweder drunter oder drüber, ist mir egal. Wie meinst du, an Lianen gleiten? Ja, das sind halt so, überall wachsen die halt so rum und sind so halt. Ach, du meinst, dass man so runter, dann, so darauf und dann hast rutschen du halt, sagen wir mal, kann oder wie meinst du? Ja, oder du halt, dass du irgendwie so ein Teil hast, wo du, dass du da so quasi so dranhängst. Ja, ja, und dann halt so, jetzt weiß ich, was du meinst. Das wäre ganz cool. Ja, das wäre echt ganz gut. Ich glaube, das wäre halt so ähnlich wie der Kreisel von der Idee her. Und dass du dann ja, genau, auch mal abspringen musst, um irgendwo hinzukommen ja. Im richtigen Moment oder sowas. Ja, genau. Und dass du dann halt auch so hin und her schwingen musst vielleicht, ja. um nicht gegen irgendwelche Sachen zu kommen. Das wäre cool. Ja. Guck mal, wie wir spontan hier aus dem Dungeon kommen, wo ich denken würde, das würde ich echt gerne spielen. Da bin ich bin gerade ein bisschen stolz auf uns. Ja, ganz cool. Boah, wenn der Kampf auch noch dann irgendwie so vielleicht so eine riesige fleischfressende Pflanze wäre, die aber auch schon was Aktives, aber so riesig im Sinne von, dass es vielleicht auch so von der Inszenierung her so ein bisschen Richtung God of War wäre, ja. Dass du dann halt als Link dann halt irgendwie, keine Ahnung, du hängst teilweise an der Pflanze selber. Am coolsten wäre es halt, wenn diese Pflanze erst so, also du kommst halt in so einen Raum und da ist halt diese Pflanze und du denkst so, ist ja jetzt nicht so besonders geil. Ist jetzt auch nicht so groß. Ist halt einfach so eine Pflanze. Und dann kämpfst du halt gegen diese Pflanze und besiegst die. Vielleicht auch schon irgendwie mit diesem Item. Ich weiß nicht, wie man das da schon einbeziehen kann. Aber dann passiert halt das Krasse. Und wenn du denkst, okay, ich habe den Endgegner besiegt, bricht der Großteil der Pflanze erst halt von unten quasi aus, unter quasi ja. Den Raum weg und alles fliegt so auseinander. Und wuchert dann so krass. Und, ja. Und dann findest du raus, dass vielleicht sogar auch, oder was das findest du raus, dass dieser Raum selber schon fast die Pflanze ist. Ja. Du bist die ganze Zeit. Der ganze Tempel ist die Pflanze. Du bist aber. Der ganze Tempel du kämpfst ist die gegen Pflanze. Den fucking Tempel. Ja, das wäre doch der Hammer. Und dann könnten wir auch quasi der ganze Boss dann würdest du teilweise im ganzen Tempel stattfinden. Ja, und du müsstest immer von Raum zu Raum laufen. Ja, und das wäre der Hammer. Weil, keine Ahnung, die Verdauungssäfte oder sonst was. Das einzige Ding wäre halt, danach wäre der Tempel natürlich kaputt. Also dann müsstest du halt das so das machen. Das ist aber egal. Dass die also, Sachen, die du da einsammeln auf, kannst, da kannst du halt trotzdem noch hin. Bis auf in Majora's Mask konntest du eh keinen Tempel zweimal machen. Das stimmt. Ja, du kannst halt wieder reingehen und noch Sachen holen, die du vergessen hast und sowas. Aber das könnte man ja auch so machen, dass die Sachen, die man wie ein Herzteil, wenn da irgendwo eins ist, das kann man ja immer noch so platzieren, dass man da immer noch hin kann. Ja, also das ist schon möglich. Aber das fände ich halt so krass und das wäre halt auch wieder, das würde ja von der Inszenierung dann auch fast schon so ein bisschen vielleicht in Uncharted-Richtung gehen, sodass dass man teilweise vor dieser Pflanze fliehen muss, die dann hinter dir quasi irgendwie so, also dass die sich teilweise halt so auch ein bisschen bewegt irgendwie so, also so ein Pflanzenmonster, sagen wir mal dann schon eher, ne? Und sie bewegt sich und bricht hinter dir durch den Tempel durch und versucht dich zu packen und du musst hin und her springen zwischen den Linearen. Das wäre mal was und das wäre zum Beispiel eine Sache, okay, das wird Breath of the Wild zu 99% nicht machen, aber Inszenierung. Ja. Mach doch mal was Cooles, ja. Nintendo. Also bleib doch nicht immer nur bei deiner alten Scheiße. Werd doch mal zeitgemäß. Aber das fände ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, echt richtig cool. Das wäre wirklich ja. So. Auf einmal ist dir so klar geworden, dass du die ganze Zeit schon quasi. Also seitdem du da drin bist, bist du eigentlich schon in der Todesfalle. Ja. Also mehr als sonst. Ja, genau. Das können wir ja auch wirklich so machen, dass das halt so eine Venusfliegenfalle erstmal so ist. Und man denkt so, okay, ist halt so eine fleischfressende Pflanze. So ähnlich wie die in Wind Waker, da kämpfst du ja auch gegen so ein Pflanzenvieh, wo du die Tentakeln so mit dem Bumerang abwerfen musst und dann fällt die so runter und dann kannst du halt in die Blüte rein und die schlagen und so. Ja. So was ähnliches quasi als erste Phase halt mit so einer Pflanze, die einfach da ist und dann halt das wäre der Hammer. Sich dann auch so, irgendwie muss sich das ganz ekelhaft bewegen. Ja. Keine Ahnung, mit so ganz vielen so tentakelmäßigen Armen, die sich so ganz fies winden, so ähnlich wie bei Prinzessin Mononoke, die Dämon, wo halt diese Würmer dran sind, nur sind das halt so komische Pflanzententakel-Dinger oder so. Das wäre richtig cool. Ja.
Ja, also das, der Dungeon wäre schon vom Setting her alleine, fände ich den mega cool. Das Item könnte cool sein. Und ganz viel halt Sachen, also ich wüsste jetzt, mir würde jetzt spontan nicht rätselmäßig was einfallen, außer dass man eventuell wo Sachen wachsen lässt, um alternative Wege aufzumachen oder so. Da könnte man vielleicht auch mit Sonne oder sowas arbeiten. Oder, ja, genau, mit Wasser, dass man irgendwo hinleiten lassen muss. So eine Mischung vielleicht. Dass dann halt du gewisse Sachen hast, die brauchen, also dass du rausfinden musst, wie Pflanzen auf verschiedene Sachen reagieren. Das wäre geil. Auf Wasser, also wie reagieren sie darauf, dass jetzt die ganze Zeit Wasser draufkommt, wie reagieren sie darauf, dass sie dunkel sind oder sowas. Ja, also da kann man ja verschiedene Sachen machen. Und dass dieser Tempel dann auch viel auf aktives Bewegen hat. Wie gesagt, man schwingt sich irgendwie vielleicht viel rum und rutscht rum und sowas wäre glaube ich echt cool. Noch cooler wäre wenn man das Gegenteil machen muss. Man muss nicht Wasser entgiften, sondern muss aus irgendeinem Grund Wasser vergiften, damit irgendwie so eine mutierte Pflanze wird. Ich sag ja, du musst und dadurch vielleicht sorgst du letztlich erst dafür, dass der Endgegner quasi so entsteht oder so. Das wäre noch cool so. Du bist auch noch letztlich daran schuld, dass du den Tempel so kaputt gemacht hast. Ja, dass du halt viel damit auch rumhantierst, zu schauen, dann bräuchtest du nicht mal irgendwie was zum dran rumschauen, sondern vielleicht hast du dann ja irgendwie ein Item, was so quasi in einem begrenzten Raum die Tageszeit verändern kann, dass du sagst, okay, hier ist jetzt so ein Kreis, in diesem Kreis ist Nacht und in dem Kreis regnet es oder so, dass du Wetter, Tageszeit so beeinflussen kannst, dann müsstest du vielleicht auch erstmal gucken, okay, wie reagieren verschiedene Pflanzen in diesem Tempel auf unterschiedliche Tages- und Zeiten und auf verschiedenes Wetter. Dafür könntest du einfach auch sowas machen, wie dass du die Ocarina halt benutzst. Also wenn du wieder ein Instrument in dem Spiel hättest. Bitte wieder irgendein scheiß Instrument spielen. Ich bin da kein Fan von, dass du da hingehst, dann siehst du dich wieder, dann irgendwas, was einfach nur zack und dann ist es so. Ich mag die Ocarina. Ja, aber die musst du nicht so oft, aber wenn du jetzt das in dem Tempel vorstellst und hast da verschiedene Sachen, du willst nicht immer dich da hinstellen. Dann müsste das halt höchstens noch irgendwie, also dann müsste es halt höchstens sowas sein wie in einem Raum, sage ich mal, kannst du halt nicht irgendwie Wasser dahin lenken, sondern es ist halt einfach kein Wasser da, aber es gibt halt also du siehst halt den Himmel, also es ist halt ein Loch in der Decke und da musst du dann einmal irgendwie zum Beispiel einen Song spielen, damit es halt regnet und dann da Wasser ist. Ich fände es schon eher cooler, wie es so bei Oracle of Seasons wäre, wo du einfach einen Stab hast, du drückst einen Knopf, der dreht sich und dann ist die Jahreszeit geändert. Aber ich würde auf jeden Fall das Item belassen halt mit diesem Raumgleitding, allein schon, weil ich das beim Bossgegner mir richtig cool vorstelle, dass du quasi vor dem fliehst und der bricht hinter dir überall durch und du springst halt von einer Lineale auf die nächste und musst dem irgendwie ausweichen und so. Das fände ich mega geil. Das fände ich sehr cool. Halt wirklich so vom Gameplay her so ein bisschen wie Ratchet & Clank. Ja. Also was diese halt Schienen da. Halt auf jeden Fall, dass der ganze Tempel auch allgemein viel auf aktives Bewegen und keine Ahnung ausgelegt wäre. Das wäre cool. Ja. Ja, das wäre unsere Idee. Ja. Spontan entstanden. Also ich meine, für weitere Ausführungen müsste man kontaktiere den nächsten Game Designer. Ja, richtig. Ja. Nintendo, wenn ihr unsere Idee nutzen wollt, dann gebt uns Geld. Ja, kontaktiert Geld, uns. Geld. Dann verhandeln wir, wie viel ihr dafür uns wie viele müsst. Millionen oder Milliarden jetzt abdrücken müsst. Ja, ich finde auch. Milliarden ist die Idee auf jeden Fall wert. Ja. Finde ich schon. Ja. Wäre Verkaufsgrund für die Switch. Ja, auf jeden Fall. Endlich, der erste. Ja. Ja, damit sind wir durch. Wir haben erfolgreich in Zelda Dungeon designt. Ich glaube, jetzt können wir uns auch zur Ruhe setzen. Zur Ruhe setzen, für immer. Ich glaube auch. Ja. Nee, wir kommen bald schon wieder mit dem nächsten Thema. Wir haben uns noch nicht besprochen, was es sein könnte. Mal schauen. Ob es wieder was, oder was ist wieder, ob es wieder, ja doch, was Videospielmäßiges wird oder doch nochmal Serien oder. Gibt viele Möglichkeiten. Filme, Bücher. Es gibt viele Möglichkeiten. Ihr könnt uns gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Noten, ja. Partys. Drogennotenpartys. Das ist. Akrobatische Affen. Bauchtanzende Flusspferde. Erdmännchen. Ja. 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 Da kann man bestimmt auch mal einen Podcast machen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, über was wir mal so reden sollen. Wir müssen immer noch mal so eine Liste uns zusammenstellen, wo wir uns mögliche Themen aufschreiben, damit wir nicht jedes Mal aufs Neue überlegen, sondern immer so, wir könnten ja mal das machen. Und so, okay. Ja.
Das wäre ganz cool. Also ich meine, es gibt natürlich so relativ offensichtliche, oh, wir könnten über Final Fantasy oder... wir könnten einen Metroid-Podcast machen. Ja, wir könnten Spielereihe also XY machen. Ich meine, wir sind ja sehr videospielaffin, wobei... Aber wir gucken auch in letzter Zeit viele Serien oder so. Aber über Serien ist ja auch immer noch mal schwer, gerade wenn die aktueller sind. Ja, man will ja auch nicht spoilern. Genau. Ja, also wenn wir jetzt einen Podcast über Men in the High Castle machen würden, dann müssten wir... Aber das hast du ja auch eigentlich hast du es bei fast allem, wenn du über Spiele redest, dann kannst du auch sagen, oh, vielleicht hat derjenige die... Aber Serien sind halt nochmal so eindimensionaler. Also ich meine, du guckst Serien halt wirklich für die Story in der Regel. Ja. Und entsprechend bei einem Videospiel kannst du halt über bestimmte Aspekte reden und es gibt immer noch andere Aspekte, die du nicht kennst. Videospiele sind halt komplexer, sage ich jetzt mal. Ja. Allein schon durch die Interaktivität erlebt ja jeder dann doch nochmal was anderes auch. Ja. Und ich meine, bei einer Serie ist halt alles in Stein gemeißelt. Passiert halt so, wie es passieren muss. Ja, ist halt in Mais gesteinelt. Genau. Und mit diesen weisen Worten beenden wir das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem ungeplant zweiteiligen Zelda-Podcast. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.